Whitney's Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. Ja, hier ist der Detlef vom Wake News Radio. Ich begrüße euch zur heutigen Sendung der letzten im Oktober 2012. Ja, voraussichtlich, ne? Man weiß ja nie. Okay, klasse, dass ihr allein geschaltet habt. Übrigens natürlich auch immer alle Zuhörer, die bei milen-fm.lu oder net eingeschaltet haben, ist ja logisch, ne? Okay, klasse. Wir haben natürlich wie immer heiße Informationen und dolle Sachen hier bei mir in der Sendung, ist auch klar. Ne? Und für alle diejenigen, die vielleicht das erste Mal hier reinschneiden und reinhören, festschnallen, ja, hier geht's heiß her, hier werden Infos rausgehämmert und rausgebracht, die es häufig so woanders nicht zu hören gibt. Ne? Und dann noch immer vom Detlef präsentiert. Ne? Viele regen sich ja auf, dass ich so spreche, wie ich spreche. Hey, kannst du hier, ne? Okay, andere wiederum, ja, können sich das gut anhören. Ja, aber so ist das halt, ne? Man polarisiert, ne? So, sozusagen. Klasse. Thema der heutigen Sendung ist die NBO nur heiße Luft einer Hologrammmatrix.
Und darüber werden wir heute auch im Laufe der Sendung diskutieren. Aber bevor ich das tue, immer erstmal einen herzlichen Dank an unsere tollen Künstler, die uns ihre Musik zur Verfügung stellen, damit wir sie hier bei uns spielen und dadurch natürlich die Künstler und ihre Musik auch vorstellen können. Und da hörten wir Kinetic Jane, Learn to Give People Pleasure. Das übersetze ich lieber nicht. Okay, und klasse Song. Und habe ich auch übrigens für das Ankündigungsvideo von der heutigen Sendung benutzt, zumindest auszugsweise. Ne? Okay, und wir hören auch noch mehr heute im Laufe des Tages, wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich Premieren im Internet. Radio, wie immer gerne, oder? Ja, und ihr könnt hier herzlich mitmachen, und zwar dadurch, dass ihr mir beispielsweise ja Infos, Fragen, Kommentare zusendet unter meiner E-Mail-Adresse radio@wakenews.net. Das haben wir schon viele gemacht, und da kommen wir auch gleich mit Infos raus, ja, im Laufe der Sendung. Ja, und dann könnt ihr natürlich auch die Chaträume nutzen, die ich da habe, bei mir beispielsweise hier auf wakenews.net, Wake News Radio. Und da steht hier Doppelherz Woll von jemand. Oi, guten Tag, meine liebste Bande der Welt. Ich grüße euch ganz herzlich, wünsche euch einen trashigen Detlef-Nachmittag. Hey, hey, hey. Ihr sollt zuhören und hier nicht trashen. Okay, ihr seht, hier wird munter hier schon ordentlich hier reingepostet. Aber das geht manchmal ein bisschen schnell und da komme ich da nicht so schnell hinterher, wenn ich ja irgendwas vorlesen muss, gell? Deshalb, so, wenn es ein bisschen für die Sendung gedacht ist, bitte mir per E-Mail zu senden, ja? Ja, und dann, da kriege ich auch manchmal so alle möglichen Vorschläge. Hier, Mensch, warum machst du nicht das? Warum machst du nicht jenes und dies und jenes und bla und ja, okay, Leute, ich würde ja alles gerne toll machen. Ich hätte auch gerne ein Fernsehstudio, ne? Mit 5 Kameras, mit allem drum und dran, Schnick und Schnack, ja, und kein Thema, aber sorry, aber wer kann das bezahlen? Wer hat so viel Geld oder so ähnlich, ne? Ich bin nicht so ein guter Sänger, ne? Okay, ihr wisst Bescheid. Also man kann noch viel machen, logisch, man kann es verbessern, aber ich muss ja mit Bordmitteln hier zurechtkommen, und diejenigen, die das erste Mal bei mir einschalten und sehen hier, Mensch, was ist denn da? Hat der aber lange nicht mehr abgedatet hier, du, bei mir auf der Seite, wakenews.net. Hä? Das ist doch hier, Mensch, das ist doch, ja, ist einfach stehen geblieben, die Seite. Nämlich am dem Moment, wo ich das letzte Mal irgendwie bearbeitet habe, nämlich am 21. Mai 2012. Ja, so lange habe ich die Seite, meine Hauptseite, nicht updaten können, weil man mir ja hier mittels einer kleinen Polizeigruppierung, die zu mir kam, mich besuchen, ne, was weiß ich. Frühmorgens waren nicht ganz so freundlich. Haben mir alles weggenommen, und seit der Zeit hier muss ich mich irgendwie mit anderen Mitteln vorwärts bewegen, und das geht auch. Ne? Wir sind trotzdem voll irgendwie tätig. Ne? Und dazu, bevor wir also in das heutige Thema einsteigen, die NWO nur heiße Luft einer Hologramm-Matrix, da geht es um ganz interessante Informationen, die ich da mit euch diskutieren möchte. Habe ich natürlich noch so einiges hier in petto. Ja, ich hatte so einige Artikel in den letzten Tagen veröffentlicht, die auch wichtig sind, und die möchte ich gerne auch nochmal vorziehen. Ja, und zwar haben wir da eins, das war nämlich etwas, was mir auch zugespielt wurde von Leuten, die sich also dort in dieser Szene befunden haben, nämlich aus Nordrhein-Westfalen in der Bundesrepublik Deutschland. Da ging es um Gewalt. Und zwar BRD, Staatsschutz, Polizei, hetzen Hund auf Opfer, das schwer verletzt wurde. Und ich verlese das hier. Ich habe das veröffentlicht bei mywakenews.wordpress.com und natürlich auch bei vugwakenews.wordpress.com. Das ist die Vereinigung gegen Ungerechtigkeiten. Weil unabhängig davon, egal was dahinter steckt, es kann nicht angehen, dass man hier mittels der staatlichen Gewalt, in Anführungszeichen, das ist ja ein Monopol, was sich die Regierungen haben, selber gegeben haben, sozusagen, nicht richtig umgeht, dann ist das ein Missbrauch und zählt auch zu Menschenrechtsverletzungen, ja.
Und das kann ich angehen und das will ich kurz verlesen. Das hatte ich jetzt veröffentlicht bei mir am 28. Oktober. Zunehmend werden Menschen, andersdenkende Gruppierungen von Menschen in der BRD durch Polizei und Sicherheitskräfte der BRD, ist ja eine Nicht-Regierungsorganisation, wissen wir, verfolgt, bedroht und wie in diesem krassen Beispiel sogar schwer verletzt. Sogar Amnesty International schaltet sich jetzt ein, da überall in Europa die Polizei und Sicherheitskräfte der Regierungen, die sich das Gewaltmonopol ausbedungen haben, außer Rand und Band geraten sind und mit unverhältnismäßigen Mitteln gegen unbewaffnete und zumeist friedliche Einwohner vorgehen, die von ihrem verfassungsmäßigen, in der BRD grundgesetzmäßigen, Demonstrationsrecht Gebrauch machen. Und da habe ich dann natürlich auch eine Abbildung des verletzten Opfers dort aufgezeigt. Dem wurde fast der ganze Arm abgerissen von einem Polizeihund. Ja, und dieses Opfer hat schwer darunter zu leiden. Und so heißt es in dem Artikel weiter, so wurde uns der folgende Bericht über schwere Körperverletzungen durch Polizei und Sicherheitskräfte in Löhne, Nordrhein-Westfalen, von Augenzeugen und Betroffenen zugeleitet. Anmerkung, Name der beteiligten Opfer werden aus Datenschutzgründen abgekürzt. Die Erstveröffentlichung kam bei Vereinigung gegen Ungerechtigkeiten. Ja, und da heißt es Hausdurchsuchung und Polizeigewalt beim Bürgerbüro Löhne von der joh-nrw.net. Da gibt es die Leserzuschrift, Menschenrecht bricht Staatsrecht, so heißt es, sagte einst ein berühmter Österreicher, von dem die heutigen Umerziehungspäpste behaupten, er sei sehr böse gewesen. EU und BRD-Politiker halten eher nichts davon, dass das Menschenrecht mehr gelten soll als der Staat. In Klammern, nur von China verlangt man das. Betrachtet man doch argwöhnisch und zähneknirschend jede Volksabstimmung zu EU-Fragen, und wehe, das Ergebnis ist nicht so wie gewünscht. In der BRD gab es sogar mal eine Volksabstimmung zum Rauchverbot, zu wichtigen Fragen aber nicht, weil wir dafür zu blöd sind, so die Politiker. Das bedeutet das, was sie sagen, jedenfalls auf Deutsch, heißt es hier in dem Artikel. Also dürfte klar sein, dass die Eurokraten das Zitat nicht doof finden, weil der Österreicher das gesagt hat. Am Donnerstag, den 27. September, fanden in den Räumen des Bürgerbüros Löhne der Justizopferhilfe NRW Durchsuchungen und Beschlagnahmen durch die Polizei statt. Beschlagnahmt wurden nach Angaben vom Bürgerbüro Mitarbeiter nicht nur die Computer, sondern auch das Faxgerät, das Modem, in Klammern auch der Router und das Telefon. Außerdem sollen 2.500 € Bargeld beschlagnahmt worden sein, die auf der Beschlagnahmeliste aber nicht aufgeführt sind. Hoi, hoi, hoi. Es geht weiter. Wer sich diese umfangreiche Beschlagnahmeaktion vor Augen führt, ohne zunächst die Begründung zu kennen, der folgert, dass man dafür schon einen ganz guten Grund haben müsste. Umso interessanter ist daher eben diese Begründung in Anführungszeichen. M.S., das ist der abgekürzte Name, ne? Der laut Staatsanwaltschaft Vorstandsmitglied der Justizopferhilfe sein soll, soll im Internet einen Richter und eine Justizangestellte unter anderem als Hochverräter bezeichnet und somit beleidigt haben. In Klammern, gilt das nicht heutzutage als Auszeichnung? Okay, mit der Durchsuchung hoffte man, Beweise für die Urheberschaft der Beleidigung durch M.S. zu finden, was allerdings bei einem Computer, den viele verschiedene Personen benutzen, personenbezogen praktisch unmöglich ist. Es sei denn, man klagt alle Mitarbeiter wegen Beleidigung an, was rechtlich schwierig ist. Das lässt wiederum den Verdacht aufkommen, dass es primär nicht um die vermeintliche Beleidigung geht, sondern um Behinderung der Arbeit der Menschenrechtler. Um eine Beleidigung durch eine bestimmte Person zu ermitteln, wurden also auch Telefon, Faxgerät, Modem und Geld mitgenommen. Hatte M.S. etwa seine Beschimpfung auch in die Telefonanrufliste gespeichert oder im Faxgerät oder im Modem versteckt? Oder hatte er sie gar mit Geheimtinte auf 10-Euro-Scheine geschrieben? Wir wissen es nicht, die Polizei weiß sicher mehr. Am folgenden Tag, den 28. September, sollte eine Demonstration gegen das Bürgerbüro stattfinden, die allerdings zumindest 2 Personen der JOH, so ist die Abkürzung, nicht mehr miterlebt. Dazu A.T. Ich wollte mit einem mir bekannten Staatsschutzbeamten sprechen, der in Begleitung anderer Polizisten war und bewegte mich auf diesen zu.
Die Beamten sprühten mir ohne Vorwarnung Pfefferspray ins Gesicht, was höllisch brannte. Ich sah nichts mehr, tastete mich ins Gebäude zurück, um mir die Augen auszuwaschen, was aber nicht gelang. Ich taumelte wieder hinaus und wurde sogleich von mehreren Leuten zu Boden geworfen. Damit nicht genug, wurde ein Polizeihund auf mich gehetzt, der meinen Arm übel zurichtete und sich darin verbiss. Außer Gefecht schrie ich, man solle den Hund zurückrufen. Aber ein Polizist rief obendrein noch, Fass, Fass! J.N., so heißt es weiter, in Klammern, der selbst dazu noch nichts sagen konnte, weil er sich wahrscheinlich noch in Haft befindet. Ich habe irgendwie gelesen, der soll inzwischen wieder frei sein, weiß ich aber nicht 100%. Meine Anmerkung, er soll sich angeblich bei der Festnahme die Hand in der Tür geklemmt haben. Zeugen haben aber mir gegenüber gesagt, dass ihm vorsätzlich vom Polizisten die Finger gebrochen wurden. Ich habe ihn schreien hören und seine Knochen knacken und da war keine Autotür im Spiel. Die Übergriffe wurden von Anwesenden gefilmt und fotografiert. Diesen wurden aber allesamt die Speichermedien von der Polizei abgenommen. Der behandelnde Arzt im Krankenhaus sagte mir ein Biss mehr von dem Hund und sie hätten den Arm amputieren müssen. Der Staatsschutz besuchte mich noch im Krankenhaus. Ein frisch operierter Zimmernachbar wurde hinausgeschickt. Als Begründung für die Übergriffe wurde behauptet, ich hätte Gefangene befreien wollen und außerdem Schusswaffengebrauch angedroht. Der Besitzer des Hauses, in dem sich das Bürgerbüro befindet, R.W., der verantwortliche Staatsschutzbeamte, drohte mir, dass ich der Nächste bin, der verhaftet wird. Da gibt's einen Link zu einer Veröffentlichung in der regionalen Matrix-Presse. Und es geht dort weiter. Man mag von der Arbeit der JOH-Bürgerrechtler halten, was man will. Das sei jedem selbst überlassen. In Klammern siehe auch diesbezügliche Kritik im WB-Artikel. Das ist das Westfalenblatt. Ja. Aber was sich hier abgespielt hat, geht über die Grenzen der Verhältnismäßigkeit weit hinaus. Wenn derartiges Vorgehen bei Polizeieinsätzen gegen Andersdenkende Alltag wird, dann gute Nacht. Wenn dumme Sprüche am abgehörten Telefon als Rechtfertigung für brutale Polizeigewalt gegen Andersdenkende herhalten müssen, ist es weit gekommen in diesem Land. Man sollte sich überlegen, ob man in der Wut sagt, dass in den Bundestag mal eine fliegen müsste. Ja? Ich könnte es dann nachlesen. Und sagen sie auch, jo, da sind sie wieder bei mir vor der Tür. Ja. Okay, schönen Gruß von der DDR. Warum werden Speichermedien beschlagnahmt? Bildmaterial könnte Klärung bringen, wie eine schwere Körperverletzung bei einer Kundgebung zustande kam. Sollen Beweise verschwinden? Das wäre dann Unterschlagung von Beweismitteln und gegebenenfalls Strafvereidelung im Amt nach Paragraph 256a StGB. BRD, ne? Okay, immer öfter werden Speicherkarten von Veranstaltungsteilnehmern durch Polizisten beschlagnahmt, auf denen sich vorwiegend persönliche Daten und Bilder befinden, um Kontakte aufzuspüren und eventuell Belastendes zu finden. Bleibt da die viel zitierte Menschenwürde? Das ist eine schwere Verletzung der Privatsphäre und Diebstahl nach Paragraph 242 StGB. BRD. Okay, es hört sich spektakulär an, dass Datenträger und Unterlagen der Justiz Opferhilfe beschlagnahmt wurden und wie die polizeilichen Ermittlungen und gerichtlichen Verfahren ausgingen, beziehungsweise ob die Angeklagten etwa für unschuldig befunden wurden, geht in keinster Weise aus dem Polizeibericht hervor. Innerhalb des Polizeiberichts findet jedoch bereits eine Vorverurteilung durch die Polizei statt. Hier heißt es, im konkreten Fall wurde ein Amtsträger rechtserheblich in der Öffentlichkeit beleidigt. Die Polizei hat jedoch nicht darüber zu befinden, ob und oder ob nicht es eine Beleidigung war. Und wenn sie es dennoch tut, ist es ihrerseits Rufmord. Die Polizei darf lediglich Tatvorwürfe, Anklagepunkte wiedergeben. Sie spielt sich jedoch, wenn man es genau betrachtet, mit dem Vorabbefund als richterliche Gewalt auf, unterläuft hiermit die Gewaltenteilung und betreibt ihrerseits Volkshetze. Die Polizei sollte sich ihre Presseberichterstatter wohl besser auswählen, oder ist diese Volkshetze seitens der Polizei gar beabsichtigt? So geht es da weiter. In der gemeinsamen Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Detmold und der Polizei Herford, Durchsuchung bei der Justiz, Opferhilfe, da ist der Link dazu auf dem Presseportal, wird davon berichtet, dass der Beschuldigte Personen des öffentlichen Lebens beleidigt und diffamiert haben soll und dass deswegen die Räume der Justiz, Opferhilfe durchsucht wurden.
Wie es aussieht, ist es in vorliegendem Fall sogar der einzige Anklagepunkt. Es ist jedoch oft genug nur subjektive Empfindung, dass eine Beleidigung stattgefunden haben soll. Man fühlt sich beleidigt. Die Wahrheit auszusprechen müsste erlaubt sein und dürfte nicht als Beleidigung aufgefasst werden. In Klammern, die katholische Kirche durfte beispielsweise schließlich ungestraft in der Öffentlichkeit als Kinderschänder-Sekte bezeichnet werden. Und wenn man betrachtet, wie das Bundestagsparlament mittlerweile schon permanent Gesetzesbeschlüsse fasst, die schließlich vom Bundesverfassungsgericht als ungesetzlich beurteilt werden, dann sollte man zumindest Verständnis dafür aufbringen, dass sich Menschen zusammenfinden, die solch ein System verurteilen und sich ein eigenes System schaffen, das sie nach ihren Wertvorstellungen gestalten. Es gibt das Bündnis gegen die Justizopferhilfe und der Rat der Stadt Löhne spricht sich gegen das Büro der Justizopferhilfe aus. Ich könnte mir gut vorstellen, dass von dort aus an die Polizei herangetreten wurde, ob sie nicht irgendwelche Handhabe gegen die Justizopferhilfe hätte. Hier ein Beispiel dafür, wie schnell es zu einer Beschlagnahme eines Computers auch kommen kann. Einem Bekannten von mir sind seitens der Polizei Computer und Drucker weggenommen worden, als er im familiengerichtlichen Verfahren einen Richter beleidigt hatte, nachdem dieser ihm die Kontakte zu seinem Kind verwehrt hatte. In Klammern, obwohl er stets ein liebender, fürsorglicher Vater war, erscheint. Er war der Mutter unbequem, das Jugendamt folgte den Wünschen der Mutter. Klammer zu, Begründung hierfür war sinngemäß, dass dies die Tatwerkzeuge seien, mit denen die Tat verübt wurde und man den Täter so von neuen, gleichgelagerten Taten abhalten wolle. Ja, da gibt's ein paar Links auch noch im Artikel zu finden bei mywakenews.wordpress.com und bei vugwakenews.wordpress.com, wer sich dann mehr da hineinlesen möchte. Da gibt's übrigens auch einen Leitfaden zur Überwachung von Bürgern seitens der Staatsanwaltschaft München als PDF zum Runterladen und Anschauen. Auch der Artikel von Amnesty International, der Polizeibrutalitäten in Europa rügt, ist dort zu finden und so weiter. Ja, Leutchen, es ist wichtig, dass wir uns mit diesen Dingen beschäftigen. Natürlich kann man nicht jeden Fall hier im Einzelnen behandeln und ins Radio bringen, aber es ist ein Exemplar eben von doch klarer Vergewaltigung von unseren Rechten und Anwendung von Gewalt, die eigentlich monopolisiert wurde, damit Gerechtigkeit herrscht, die aber missbraucht wird, so scheint es. Und das kann nicht angehen. Ja, deswegen also habe ich das hier auch so intensiv vorgelesen. Ja, also ich danke euch, dass ihr so geduldig hier zuhört. Aber ich denke, das ist wichtig, dass wir uns auch befreien. Denn das ist ja nicht eine Sache hier der BRD allein, sondern wir haben es ja gehört, Amnesty International hat insgesamt in Europa den Einsatz von Gewalt gegen Demonstranten, friedliche Demonstranten, die meisten sind ja friedlich gerügt. Und wenn man sich die Videos anschaut, die man ja bei zum Beispiel bei YouTube sehen kann oder auch teilweise in irgendwelchen anderen Berichten, dann wird da einfach auf irgendwelche friedlichen Leute draufgehauen wie nix. Ja, auch Kinder und auf Frauen, teilweise ganz, da weiß man gar nicht, wie man auf eine Idee kommt, so einen Menschen überhaupt zu schlagen, der einem doch körperlich auch vollkommen unterlegen ist und es gar keine Notsituation gibt, wo man sich verteidigen muss, ne? Also da wird also Machtmissbrauch, Gewalt ausgeübt seitens von Machtmonopolen, denen wir dieses Monopol gestattet haben als Chef, wogegen wir uns kritisch wehren müssen, ja, friedlich und rechtlich einwandfrei. Und das nicht zulassen dürfen. Deswegen dieser intensive Bericht darüber. Ja, also klasse, dass ihr hier zuhört und dass ihr mitmacht. Denn das ist ganz wichtig, dass wir diese Dinge hier weitertragen. Davon berichten. Ich lade ja dann auch später, wenn alles so klappt. Also bei YouTube gibt es im Moment also massive Probleme, die also da diese Videos hochzuladen. Und auch ganz merkwürdig, das muss ich auch mal sagen, ich verliere ständig also Abonnenten. Ja, hunderte von Abonnenten habe ich schon wieder verloren, weil ich gar nicht verstehe, warum. Ja. Also da gibt es auch eine ganze Menge anderer Videos, die dasselbe sagen, dass ihnen also teilweise auch Tausende, es gibt ja Kanäle, die haben viel mehr Abonnenten als ich,
die also Tausende von Abonnenten von YouTube einfach weggestrichen bekommen und sie gar nicht wissen, warum. Ne? Also da passieren merkwürdige Geschichtchen, und wir müssen da immer auch wachsam sein und dürfen uns auch nicht auf diese Methode der Informationsverbreitung allein verlassen. Deshalb könnt ihr gerne bei mir anfragen. Ich kann euch diese Aufzeichnungen auch als Video zur Verfügung stellen. Wenn ich die dann hochlade bei YouTube, ist fein, aber man kann sie sich eben auch nach Hause bestellen. Wer das will, kann sich da bei mir schlau machen. Da gibt's die Links dazu. Oder schreibt mir einfach unter radio@wakeness.net. So, okay, ich habe auch schon einige Anfragen, werde ich auch noch drauf eingehen, aber jetzt im Moment mache ich Sendung, ne? Geht nicht anders. Okay, jetzt möchte ich noch eine andere Sache bringen, bevor wir dann ins Thema vollends einsteigen und damit jetzt die Leute nochmal wissen, was heute das Thema ist. Die NWO, nur heiße Luft einer Hologramm-Matrix. Da gehen wir dann gleich drauf ein. Aber eine Sache, die ist noch wichtig, die ich heute mit reinnehmen möchte, nämlich eine Sache auch in eigenem Interesse. Ihr wisst ja, ich wurde hier heimgesucht von Staatsorganen der Schweiz, ja, die auf Veranlassung von BRD-Behörden handelten. Aus meiner Sicht recht unrechtmäßig, ne? Also nicht rechtmäßig. Deswegen habe ich jetzt auch verschiedene Rechtsstreitigkeiten hier in der Schweiz zunächst mal. Aber um parallel eben auch nochmal den Behörden in Anführungszeichen in der BRD auf den Zahn zu fühlen, hatte ich also diese angeschrieben und aufgefordert, mir ihre Amtsgewalt nachzuweisen. So, und wie das abgelaufen ist, habe ich veröffentlicht hier auch bei mir auf dem Blog mywakenessmywordpress.com. Und damit das alle jetzt hier auch nochmal mitkriegen, die es noch nicht gehört haben sollten, da gebe ich euch das jetzt eben hier nochmal rein, was ich dazu bereits gesagt habe. Ne? Also bitteschön alle zuhören, bin dann gleich wieder zurück. Hallo, hier ist der Detlef von Wake News Radio, Wake News TV. Ich habe hier eine Sondermitteilung, eine Veröffentlichung auf meinem Blog mywakenews.wordpress.com, das ich euch hier gerne auf Video präsentieren möchte. Da heißt es auf meinem Blog mywakenews.wordpress.com: Keine Amtsgewalt. Gerichte und Staatsanwaltschaft in Lörrach, Freiburg bringen keinen Nachweis. Es heißt dort: Jetzt ist alles klar. Nach mehreren expliziten, fallbezogenen schriftlichen Anfragen an das Amtsgericht Lörrach, das Landgericht Freiburg sowie die Staatsanwaltschaft Lörrach/Freiburg ließen diese die gesetzte Antwortfrist von 21 Tagen nach internationaler Fristenregelung verstreichen, ohne zu antworten, geschweige denn nachweisen zu können, dass diese Amtsgewalt über mich als natürliche Person und biologischer Mensch haben. Schon häufiger wurde berichtet, dass die angeblichen Amtspersonen in der BRD sowie Polizei, Staatsanwälte, Richter, Gerichtsvollzieher und andere überhaupt gar keine Amtsausweise haben, sondern allenfalls sogenannte Dienstausweise, die aber ihre amtliche Funktion nicht nachweisen können. Die BRD schwimmt geradezu in einem Meer von Dienstausweisen privater, firmeninterner, ausbildungsrelevanter, in Anführungszeichen behördlicher Aussteller. Haben die jetzt alle Amtsgewalt? Tja, kann man sich fragen. Ne? Ist irgendjemand überrascht? Ja, man kann sich also die Abbildung anschauen von einigen diversen solcher Amtsausweise aus der BRD in der Veröffentlichung auf meinem Blog mywakenews.wordpress.com. Ja, und da heißt es: Nun, damit handeln diese, sollten sie Amtshandlungen mir gegenüber vornehmen wollen, rechtswidrig. So sagt es mein US-amerikanischer Rechtsberater und bezeichnete eine solche Handlungsweise dann sogar als terroristischen Akt.
der in den USA, gegebenenfalls über die USA, vielleicht sogar entsprechend strafrechtlich verfolgt werden könnte. Hier finden sich die Kopien meines Schreibens an das Amtsgericht Lörrach sowie die Staatsanwaltschaft Freiburg, Zweigstelle Lörrach, mit Absendebelegen zum Nachweis ihrer Amtsgewalt über mich vom 9.7.2012 in Auszügen. Aus Datenschutzgründen sind teilweise persönliche Daten unkenntlich gemacht worden. Zum Vergrößern bitte immer dann im Artikel auf die Abbildung klicken. Ja, und da heißt es, und ich verlese den Inhalt dieses Schreibens per Einschreiben und Fax an Staatsanwaltschaft Freiburg, Zweigstelle Lörrach und Amtsgericht Lörrach. Ihre Pressezensur, Durchsuchungen bei freien Journalisten, Beschlagnahmung von Sendeanlagen, Computern, Kameras, Audioaufnahmen, Handys, Datenträgern, Ihr Aktenzeichen so und so, Aufforderung zum Nachweis Ihrer amtlichen Zuständigkeit und Amtsgewalt. Sehr geehrte Damen und Herren, aufgrund Ihres Wirkens und in Ihrem Auftrag, in Klammern Rechtshilfegesuch, haben schweizerische Sicherheitskräfte am 22.05.2012 eine Hausdurchsuchung und Beschlagnahmung von Gegenständen in meiner Basler Wohnung vorgenommen, die dazu geführt haben, dass ich unter anderem seitdem meinen Beruf nicht mehr ausüben kann und erhebliche materielle und immaterielle Schäden erleiden musste und muss. Unabhängig davon, ob dies seitens der schweizerischen Behörden ein rechtmäßiger und verhältnismäßiger Einsatz gewesen ist, er war es nicht, weswegen ja hier in der Schweiz durch mich bereits diverse rechtliche Schritte unternommen wurden und werden, wende ich mich nunmehr an Sie direkt bzw. Ihre Institutionen, um Sie aufzufordern, mir die Quellen Ihrer gesetzlichen, amtlichen Zuständigkeit und Amtsgewalt, in Klammern gegebenenfalls Kopien der SMAT, / alliierte Kontrollratsbefehle oder ähnliches, Klammer zu, über mich als natürliche Person gemäß BGB § 1 und als unter staatlicher Selbstverwaltung gemäß UN-Resolution A-Res 56/83 Artikel 9 stehend, in Klammern hinterlegt beim ISTGH, den Botschaften der alliierten Siegermächte China, Frankreich, Großbritannien, Russland, USA sowie bei der UNO sowie allen respektiven Stellen und Institutionen der BRD zu erläutern und nachzuweisen. Gemäß internationalem Fristenabkommen erwarte ich Ihre substantiierte und ausführlich begründete schriftliche Antwort innerhalb 21 Tagen ab Telefax Eingangsdatum mit freundlichen Grüßen. Ja, und wie gesagt, Telefax Belege und Einreichungsbeleg für das Einschreiben sind dieser Abbildung beigefügt und demnach hätte spätestens am 1.8. dieser Nachweis vorliegen müssen seitens der Behörden. Und das ist nicht der Fall gewesen. Sie haben nicht geantwortet. Ja, so geht es weiter in dem Artikel. Dieses Schreiben an das Amtsgericht Lörrach und die Staatsanwaltschaft Freiburg blieb unbeantwortet und somit ließen sie die gesetzte Frist von 21 Tagen ungenutzt verstreichen, was dazu in der Schlussfolgerung führt, dass das Amtsgericht Lörrach und die Staatsanwaltschaft Freiburg keinerlei Amtsgewalt über mich ausüben und somit die ganze Aktion gegen mich illegal war bzw. ist. Auch im Weiteren privaten Rechtsangelegenheiten in Bezug auf das Amtsgericht Lörrach und das Landgericht Freiburg wurden von mir die Fragen nach der jeweiligen Amtsgewalt schriftlich gestellt. Die gesetzten Fristen von 21 Tagen nach internationaler Fristenregelung wurden wiederum jeweils versäumt. Es kam nichts. Seitdem sende ich die jeweiligen, übrigens von privaten Briefzustellungsfirmen zugestellten, Schreiben immer mit dem Vermerk zurück, zurück an Absender, bitte keine Werbung mehr.
Und in meinem Artikel finden sich ein paar Auszüge meiner Schreiben an die jeweiligen Gerüchte. Auch hier aus Datenschutzgründen teilweise persönliche Daten unkenntlich gemacht und zum Vergrößern jeweils anzuklicken. Und bitte berücksichtigen, dass alle privaten Schreiben von mir einem Copyright unterliegen. Verwendung hier nur auf Anfrage. Jeder sollte einmal genau das tun und diese Amtsgewalt schriftlich per Fax oder Einschreiben mit entsprechendem Beleg von seinen jeweiligen Behörden anfragen. Wenn nicht in gegebener Frist geantwortet wird mit detaillierten und aussagekräftigen Begründungen, dann haben diese Behörden keine Amtsgewalt. Selbstverständlich haben wir bereits in vielen Sendungen klargestellt, dass ohne dies die Bundesrepublik Deutschland kein souveräner Staat ist. Es gibt auch keine Staatsangehörigkeit Bundesrepublik Deutschland. Deutsch ist ebenso keine Staatsangehörigkeit. Die BRD oder Bundesrepublik Deutschland existiert natürlich und fungiert als eine Art NGO, Nichtregierungsorganisation, als geduldete Verwaltungsorganisation eines Teils des noch immer von den Alliierten kontrollierten besetzten Gebietes von Deutschland. Man sei sich bewusst, Deutsches Reich ist ein völkerrechtlich benutzter Begriff für den immer noch existenten Staat Deutschland. Es gibt keinen Friedensvertrag. Das lässt sich eindeutig beweisen. Auch Professor Schachtschneider gibt das in seinem Interview vom 12. Oktober 2012 bei Nuoviso TV zu. Die UN-Feindstaatenklausel ist immer noch aktuell, wurde nicht geändert, nie ein Antrag auf Löschung gestellt. Die inzwischen bekannten Details zur Rechtslage des immer noch existenten Deutschen Reiches sind auch inzwischen offenkundig, auch wenn in Einzelheiten dort noch unterschiedliche Ansichten vertreten werden. Nachdem auch das Bundesverfassungsgericht der BRD mit seinem Urteil vom 25.07.2012 zum Bundeswahlgesetz der BRD klar erneut urteilte, es tat das schon im Jahre 2008, dass dieses ungültig sei und die Regierung nicht konstitutionell ist, spätestens hier musste jedem auch Nicht-Juristen klar sein, dass alle Amtsgeschäfte, Regierungsakte, Gesetze, Verordnungen, Verträge etc., die von nicht-konstitutionellen Regierungen abgeschlossen oder verabschiedet wurden, ebenso allesamt damit ungültig sein dürften. Einige Rechtsanwälte in der BRD verweisen darauf, dass es wahrscheinlich so ist, dass sämtliche Regierungen seit 1956 nicht konstitutionell tätig seien. Auch das Ausland ist davon betroffen. Zunächst täuschte und täuscht die BRD vor, ein souveräner Staat zu sein, was bewiesenermaßen unrichtig ist. Gleichzeitig sind alle Abkommen und Verträge auch nichtig, da sie nicht nur von einer NGO mit dem jeweiligen souveränen Staat abgeschlossen wurden, sondern auch die Geschäftsführung dieser NGO, genannt Regierung, ist ja nicht einmal rechtmäßig, also nicht konstitutionell tätig. Also spätestens nach Veröffentlichung dieses Artikels ist dieses alles offenkundig, aber wir werden diesen Inhalt zusätzlich als Presseveröffentlichung nachträglich an alle wesentlichen europäischen Länder, die Schweiz, die UN sowie die Alliierten verteilen, damit so auch offiziell nicht nur die jeweiligen Geheimdienste eine veröffentlichte Information an ihre jeweiligen Regierungen weiterleiten können. Es wird um Weiterverbreitung dieser Information gebeten. Im Artikel befinden sich die jeweiligen Links zu den wesentlichen Inhalten. Ja, und das war der Detlef von Wakenews Radio, Wakenews TV, immer dienstags und donnerstags von 16 bis 18 Uhr live. Ja, und es ist der Detlef zurück hier, live. Das habe ich jetzt hier mal eingespielt, weil das hatte ich schon aufgenommen für ein Video, was ich auch veröffentlicht habe. Gell? Und ja, ich würde sagen, das fasst doch nicht die Sachen so ein bisschen zusammen, weil wir versuchen ja so ein bisschen der Sache fundiert und soweit es geht rechtlich abgesichert auf den Grund zu gehen.
Und dazu muss man wirklich alles ausschöpfen und eben, wie gesagt, diese Anfrage an Behörden. Übrigens, das ist eine Sache, die braucht man nicht nur in der BRD machen. Man kann das auch in anderen Ländern, anderen Nationen tun. Denn ich habe auch da schon Informationen aus den USA, dass das ja ähnlich ist. Denken wir nur mal daran, dass es ja weltweit so ist, dass es in den Gerichten gar nicht mehr nach dem sogenannten Common Law geurteilt wird, also nach dem allgemeinen Recht, dem menschenbasierten Recht, sondern nach dem Admiralty Law, das ist also die nach Seerecht, wenn man so will. Und das ist in den USA nicht anders. Und dazu kommt dann noch, dass in 1871 in den USA ja also eigentlich die ganze Geschichte kommerzialisiert wurde. Da wurde ein 10-Meilen-Distrikt gegründet hier in Washington D.C. Man hat das als eine Corporation umgewandelt oder als Corporation dann dort eingetragen, festgelegt, für die Corporation eine eigene Verfassung gemacht. Und alle Regierungsapparate sind dort untergebracht und regieren von dort aus bis heute die gesamten Vereinigten Staaten von Amerika, und die Bürger kriegen es nicht mit. Die wissen es nicht. Ne? Aber gut, das ist noch ein separates Thema. Da will ich jetzt auch nicht zu sehr mehr heute eingehen. Das machen wir sicher nochmal ein anderes Mal. Ja, und wie gesagt, ich nehme mir immer die Informationen raus aus den ganzen Veröffentlichungen, weil hier kommt auch das Thema Professor Schachtschneider. Ich nehme das raus, was er sagt oder was er bekannt gibt, was für unsere Argumentation nützlich ist oder zu gebrauchen ist. Denn natürlich hat jeder auch seine eigenen Ansichten, die darf er auch vertreten. Es kann auch jemand sich in der BRD wohlfühlen. Aber ich glaube nicht mal, dass der Professor Schachtschneider das mehr tut, weil er sagt ja ganz klar, unabhängig davon, was seine Ansichten zu der Rechtssituation im Deutschen Reich und so sind, dass er sich da auch nicht mehr wohlfühlt und eigentlich sagt, es ist eigentlich schon der Ausnahmezustand hier erreicht. Aber da will ich auch jetzt nicht mehr drauf eingehen. Okay, ich wollte das einspielen, weil das wichtig ist, dass das sehr viele Menschen mitkriegen, und ich möchte ihm das auch in meiner heutigen Videoveröffentlichung dann reinspielen, damit wir es verteilen können. Ich mache ja dann dazu auch eben Videos, die man sich bei mir bestellen kann, wer das möchte. Okay, jetzt haben wir uns heute vorgenommen, über die NWO zu sprechen. Das tun wir eigentlich fast in jeder Sendung, ne? Das Thema heißt nur heiße Luft einer Hologrammmatrix. Was damit auf sich hat, kommen wir gleich noch zu. Bitte noch etwas Geduld. Ich habe aber noch hier einige Sachen, die ich auch mit euch teilen möchte, denn ich hatte Kontakt auch zu dem Herrn Ralf Böß oder Boys. Böse heißt er eigentlich. Ne? Der hat also die Bürgerinitiative Grundeinkommen.de gegründet seinerzeit, ist ein Vorkämpfer des Grundeinkommens auf der einen Seite und natürlich auch vehementer Kritiker der Hartz-IV-Situation der BRD. Und der hatte jetzt eine Veröffentlichung gemacht. Ich habe ihn übrigens auch eingeladen zu mir in die Sendung, und der sagte, ein paar Wochen dauert es noch, weil er ist sehr beschäftigt im Moment, aber es wäre natürlich schön, wenn wir ihn auch mal hier bei uns in die Sendung kriegen. Der hat also einen Brief veröffentlicht am 26.10.2012, den ich kurz verlesen möchte. Liebe Freundinnen und Freunde, es ist soweit. Nachdem ich das Hartz-IV-System durch den Brandbrief, und wer das nicht kennt, kann sich das nochmal anhören oder sich besorgen, durch den Brandbrief herausgefordert habe und die Herausgeforderten lange versucht haben, mich zu ignorieren, werde ich jetzt sehr scharf sanktioniert. Vorerst zwar nur 90% Abzug vom absoluten Lebensminimum, das heißt noch immer 37,40 € statt 374 Euro monatlich zum Leben. Es ist allerdings so, dass die Sanktionierung noch gesteigert werden kann, denn eine Sanktion von 100% mit zusätzlichem Verlust von Krankenkasse und Wohnung ist ja noch möglich. Was ist hier zu tun? Natürlich werde ich die juristischen Mittel nutzen, die mir jetzt geboten sind, so heißt es dort weiter, und hoffe, dass ich hierzu die nötigen Unterstützung erhalten werde. Aber ich werde ab dem 1. November, Beginn der 90%-Sanktion, auch hungern. Denn eindrücklicher kann man die Menschenunwürdigkeit des Sanktionssystems in Hartz IV nicht zur Anschauung bringen. Dabei handelt es sich nicht um einen Hungerstreik, sondern um das einfache Darleben der Tatsache,
dass ich sanktioniert werde, weil ich den Verfassungsbruch in Hartz IV nicht anerkenne. Siehe den Brandbrief. Und infolge dieser Nichtanerkenntnis ein Lebenskonzept verfolge, welches unserem Staat zurzeit noch nicht gefällt. Dass ich da sanktioniert werde in dem Ausmaß, welches im Hartz-IV-System für jeden, der sich nicht bedingungslos unterwirft, sei es auch aus anderen nicht politischen Gründen, kühl vorgesehen, in menschlicher Hinsicht aber absolut unwürdig und lebensbedrohlich ist. Gefängnis ist meines Erachtens würdiger durchzustehen als Hunger, gesellschaftliche Ausgrenzung, Verlust der Krankenversicherung und, weil die Beiträge später nachgefordert werden, allein schon dadurch explodierender Schulden und Obdachlosigkeit. Mit letzteren ist aber jeder Hartz-IV-Bezieher von Anbeginn bedroht. Um deutlich zu machen, dass nicht ich in den Hungerstreik trete, sondern der Staat mich im Vollzug seiner völlig unzureichenden Ideen vom Wesen der Arbeit mit dem Entzug meiner Lebensgrundlagen bestraft, haben Mitstreiter unserer Initiative für diesen Teil meiner Aktion das Wort Sanktionshungern, sogar noch schärfer Zwangtionshungern, erfunden. Sanktionshungern trifft, wie ich denke, den Tatbestand recht gut. Das Bitten um vielleicht gnädig zur Verfügung gestellte Lebensmittelgutscheine, sie werden nur als Kannleistung und erst auf Antrag zur Verfügung gestellt, ist zusätzlich entwürdigend. Das Einkaufen mit solchen Gutscheinen ist eine höchstgradige soziale Stigmatisation, weswegen ich keinen Gebrauch davon machen werde. Zum Thema, wie ich unterstützt werden kann, wird euch sicher einiges einfallen und ich bin gespannt, was da an Hilfe kommen wird. Zwei Dinge sind aber absolut verboten. Das erste ist die finanzielle Unterstützung meiner Person, also vom Ralf Boes oder Boes, B-O-E-S geschrieben. Das ist also wichtig, ne? Dass er das nicht will. Dann würde das Jobcenter entlassen und die Kraft der Aktion zerstören. Auch Essen zu bringen ist untersagt. Das zweite sind Aufrufe gegen das Jobcenter oder Aufrufe zu Unruhe oder Gewalt. Ich schreibe das, weil es in Hartz IV inzwischen so große Verzweiflung, so sehr viele Verzweifelte gibt. Ist also verboten, ja, bitte, das meint er und das halte ich auch für richtig. Das Monopol auf Gewalt hat einzig der Staat, im Moment. Wir würden die Tore zu Zuständen öffnen, die sich von uns niemand wünschen kann, wenn wir das missachten würden. Das sehe ich eigentlich auch so. Ja. Wir bekämpfen nicht Menschen, sondern ein Gesetz. Das dürfen wir nie vergessen. Und in meinem Fall, so sagte Ralf Boes, waren die Mitarbeiter des Jobcenters immer bestens um mein Wohl bemüht. Sie können jetzt nicht anders, selbst wenn sie wollten, weil ein unmenschliches Gesetz sie zwingt. Das ist seine Ansicht. Ja, so schreibt er es. Soweit zu dem, was nicht geht. Doch wie könnt ihr mir helfen? Liebe Freundinnen und Freunde, natürlich dürft ihr auch spenden, denn natürlich brauchen wir auch Geld, und zwar sogar in Massen, aber nicht für meine Person. Um deren Wohlergehen soll sich gefälligst das Jobcenter kümmern, sondern für die Sache. Wir brauchen Geld für Anwälte, am besten für ein ganzes Team, die mit Lust und Kompetenz die Klagen durch alle Gerichte bringen. Und wir brauchen Geld für weitere Aktionen. Sowohl der Brandbrief als auch der Film Hartz IV, Ziviler Ungehorsam, sollten jetzt massenhaft Verbreitungen finden. Anmerkung von mir, ich werde dann nachher auch die Links dazu packen bei mir in der Veröffentlichung der heutigen Sendung. Dann Veranstaltungen über die Grundrechte, die verfassungswidrig gerade abgeschafft werden soll. Die gegenwärtigen Problemlagen in Politik und Gesellschaft, dazu gehört natürlich auch Hartz IV. Und über die möglichen einfachen und wirkungsvollen Lösungen sollten verstärkt möglich sein. Die Mitglieder unserer Bürgerinitiative müssen im Sinne des Geistes der Aktion handlungsfähig sein, auch wenn meine Kräfte schwinden. Vielleicht brauchen wir vorübergehend ein Aktionsbüro. Viele Ideen werden sich entwickeln, ein paar Wochen Zeit haben wir noch und ich hoffe, dass wir sie gut nutzen werden. Für die nächsten Tage ist schon Folgendes geplant und so weiter. Da gibt es also noch ein paar Themen. Ich will das auch nicht alles weiter vorlesen. Ich werde diesen Brief also als Anlage da hineinbringen. Wer dort mitmachen will und sich melden will, auch als und wenn er nicht nur spendet, sondern einfach nur mitmacht und auch die Informationen verbreitet, kann uns das allen nur helfen.
Denn wir müssen uns jetzt alle zusammenfinden, egal welche Ansichten wir auch sonst so vertreten. Wir müssen solidarisch sein und wir müssen jetzt alle zusammen gegen Ungerechtigkeiten vorgehen. Und das finde ich richtig. Und deshalb freue ich mich, wenn der Ralf Böß vielleicht so in 14 Tagen oder so Zeit hat, uns auch mal seinen Eindruck von der Situation hier mitteilen zu können. Ich werde euch dann auf dem Laufenden halten. Ja, das vielleicht noch dazu, weil das ist auch ganz wichtig, weil wir uns jetzt in einem, ja, in einer Art Auseinandersetzung finden mit denen, die uns verknechten und versklaven wollen und den Menschen, denen täglich mehr klar wird, dass es hier um Verknechtung und Versklavung geht. Das sind natürlich in erster Linie die Betroffenen, aber natürlich auch die anderen Menschen, die sehen, hoppla, das geht in ein komplett falsches Fahrwasser. Wenn wir das gestatten und so laufen lassen, dann werden wir alle darunter leiden müssen. Und ich denke, das ist wichtig, dass das rumgeht, diese Information. So, und dann habe ich hier so einige Informationen, die ich auch noch schnell verlesen möchte, von Leuten, die mir hier geschrieben haben. Unter radio@wakeness.net könnt ihr das während der ganzen Sendung gerne noch machen. Und natürlich auf dem Blog könnt ihr auch was posten. Keine Frage, gell? Ja, da haben wir hier beispielsweise Folgendes. Hallo Detlef. Und da wird hier schon in das nächste Thema hinein gesprochen, nämlich der gewaltige Sturm Sandy an der Ostküste der USA ist meiner Meinung nach ganz klar eine Manipulation durch die US-eigene Waffe HAARP in Alaska, was dem amtierenden Präsident Obama offenbar die Gelegenheit gibt, sich anschließend als Held zu beweisen und nebenbei den Katastrophenschutz und die Firmenorganisation zu testen. Sogar das UNO-Gebäude wurde evakuiert, was eine tolle Gelegenheit bot, alles unbemerkt zu verwanzen und nebenbei die anstehenden Präsidentschaftswahlen manipulieren zu können. Wie krank sind die eigentlich, diese Weltelite? Die nennen sich übrigens Dims, ne? Die dominante, irrsinnige Minorität, ne? Wisst ihr. Dann habe ich noch was anderes hier. Hallo Detlef, aus verlässlicher Quelle haben wir heute früh erfahren, dass es ab 2013 neue Geldscheine geben wird, in Bezug auf die EU, ne, oder BRD. Ne. Mein Mann hat ja beruflich auch mit Geldscheinakzeptoren zu tun, die zum Beispiel in Zigarettenautomaten oder Spielgeräten verarbeitet werden, und ich erhielt eine entsprechende Mitteilung. Längst wurde ja gemunkelt, dass man die Druckmaschinen angeworfen habe und eifrig neue Scheine drucke. Jetzt ist es wohl amtlich. Es sollen zunächst die 5-Euro-Scheine ausgetauscht werden, dann geht's weiter. Angeblich seien die neuen Scheine noch fälschungssicherer. Da stellt sich mir die Frage, ob man sich vielleicht mit einem Nano-Chip versehen hat, um diese erhöhte Fälschungssicherheit zu gewährleisten. Fakt ist, dass die Umstellung uns mal wieder eine Riesensumme Geldes kosten wird. Mag sein, dass man auch so nebenbei feststellen wird, wie viel Geld die Bevölkerung tatsächlich zu Hause hortet. Ja? Sicherlich wird es da auch bald eine Frist geben, in der man seine Schäfchen umgetauscht haben sollte. Denn den schwarzen Schäfchen in der Herde könnte es unmöglich gemacht werden, Euros der gleichen Farbe vor den Banken oder wem auch immer zu verstecken, wenn die Umtauschaktionen über ein Konto zu erfolgen hätten. Aber es führt ja nicht jeder ein Konto. Schöne Grüße. Ja, danke. Ja, das sind alles so die Dinge, ne? Man will ja überhaupt am liebsten das Bargeld abschaffen, ne? Das ist wahrscheinlich ein Schritt dahin, ne? Weil man, ja. Okay. Guter Punkt. Also wie gesagt, wer da noch mir irgendwas zuschicken will, der kann das gerne tun unter radio@wakeness.net oder kann das auch gerne hier bei mir im Chatraum posten. Ja, kein Thema. Ja, also wie gesagt, ich will mich heute ja nicht über diese Themen, die ich vorhin wiedergegeben habe, die ich vorgelesen habe, unterhalten, aber ich wollte, dass das einfach mal rausgeht, auch hier über mich, über meinen Sender. Weil es wichtig ist, dass wir uns damit beschäftigen und erkennen, wie wichtig es ist, dass wir uns alle jetzt zusammenschließen. Weil wenn wir nicht zusammen agieren, als Menschen, miteinander, dann haben wir eben diese Chance, nicht diesem, ja, Unrechtssystem einen Riegel vorzusetzen oder es vielleicht sogar abschaffen zu können und wieder Recht und Ordnung und wieder, ja, menschliches Miteinander erleben zu können. Denn so sehe ich also auch die Schilderung von Ralf Böß schätze. Aber es ist natürlich so, dass jeder, der Gesetze umsetzt, nur
des Gesetzes wegen nicht unbedingt unschuldig ist. Ja, sondern er macht dann möglicherweise dann auch, genau wie das ja in den Nürnberger Prozessen seiner Zeit geurteilt wurde, macht sich mitschuldig, wenn diese Gesetze erkennbar gegen Menschenrechte in diesem Fall oder gegen Verfassung oder Grundgesetz in dem Fall verstoßen. Also wer da so zuhört oder wer das weiterträgt, bitte das immer im Auge behalten. Vor allen Dingen auch die Mitarbeiter bei den Jobcentern, überlegt euch genau, was ihr tut. Ja. Ja, hier kommt noch was. Wenn es neue Geldscheine geben soll, dann wird nicht auf Bargeld umgestellt, weil es damit mit neuen Scheinen keinen Sinn macht. Tja, ich weiß nicht, weiß es ja auch nicht. Das ist nur so eine Information. Vielleicht fährt man mehrgleisig. Ja, die sind ja vielleicht auch intern unsicher, wie weit ihre Drangsalierungs- und tyrannischen Aktivitäten vielleicht auf so viel Widerstand stoßen, dass sie es nicht umsetzen können. Ne? Müssen also immer mehrere Feuer im Eisen haben, ne? Oder mehrere Eisen. Ne? Feuer, glaube ich, heißt es. Okay, ja, damit sind wir jetzt am Thema, denn heute habe ich vor, einige interessante Dinge mit euch zu teilen, die natürlich auch wichtig sind, weil sie international sind und uns alle angehen. Mit dem Thema die NWO nur heiße Luft einer Hologrammmatrix. Und da habe ich einen Artikel veröffentlicht unter myweeknews.wordpress.com und da heißt es, angesichts der immer mehr erkennbaren Zusammenhänge zwischen den Unstimmigkeiten in Politik, Wirtschaft, Finanzen und dem Wohlergehen der meisten Menschen sowie den stattfindenden Enthebelungen von Freiheit, Gesetz, Recht und Frieden, stellen sich die Menschen Fragen über Fragen, warum es so ist, so sein muss und wer dafür die Verantwortung trägt. Während der noch amtierende Präsident in den letzten Zügen des US-Wahlkampfes seelenruhig der Abschlachtung seines Botschafters in Libyen am Bildschirm live zusieht, ohne irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen, diesen retten zu lassen, hinterher zu einer Wahlkampf-Urlaubsveranstaltung nach Las Vegas fliegt in Air Force One, während die FEMA in einer Übung, genannt Sandy, sich bereits lange vor dem Monstersturm Sandy an der Ostküste der USA auf ein solches Szenario vorbereitet. Wir alle wissen, dass die Mächtigen die Patente, Wetter zu verändern und mit Wetter Krieg zu führen, mittels Harp-Technologie besitzen. Und schon den Hurricane Katrina in New Orleans damit erzeugt haben sollen, fragt man sich, was wir noch alles mit diesen Herrschaften erleben sollen. Gerade eben wurden Videoaufnahmen einer Explosion in New York ins Netz gestellt, die ein dortiges Kraftwerk lahmlegten und daraufhin das Stromnetz dort abgeschaltet wurde. Wird das nun einer Explosion oder dem Sturm Sandy in die Schuhe geschoben? Den US-Präsidentschaftskandidaten Rothschilds Obama Romney steckt jedenfalls die Angst in den Gliedern, dass sie aufgedeckt werden als das, was sie sind, nämlich Marionetten. Die Umfragewerte sind alle nicht berauschend. Obama ist dem Abschuss freigegeben, Romney in Skandale verwickelt, die elektronischen Wahlautomaten sind allesamt korrupt und manipuliert. Soll Frankenstorm Sandy für eine Verschiebung der US-Präsidentschaftswahl und dem Ausrufen von Kriegsrecht oder, wie es dort heißt, Martial Law sorgen? Hilft da nur ein Befreiungsschlag via falsche Flaggattentat? Schon wird gemunkelt, Obama soll eventuell mittels Attentat beseitigt werden. Wird gar ein Kriegsakt oder Terroranschlag zum Ausrufen eines totalitären Systems genutzt werden? Und leben wir gar in einer von heißen Luft gefüllten Hologrammmatrix? Ja, und über das werden wir gleich in der zweiten Stunde intensiv diskutieren. Übrigens, zu all den Punkten habe ich Links auf meinem Blog veröffentlicht, die natürlich noch viel mehr in die Tiefe gehen, aber wir gehen natürlich nachher einige Sachen davon durch, zum Beispiel zu Harp, zu den Aktivitäten kurz vor dem Frankenstorm Sandy,
Frankenstorm, ne? Das kommt von Frankenstein, ne? Das haben die dann als Frankenstorm bezeichnet in den USA. Nur für diejenigen, die das jetzt noch nicht so schnell umsetzen konnten. Dann gibt es natürlich auch das Video zu den Explosionen im Kraftwerk in New York, Manhattan, kann man dort sehen. Dazu die Propagandaartikel, ne? Wo dann gesagt wurde, ach, der Ausfall, eben dieses Stromnetz, das war Sandy, ne? Kann man auch lesen. Ist natürlich vieles auf Englisch, ne? Das meiste. Ja, und dann eben die Matrix-Medien übertreffen sich mit Superstorm. Sandy-Nachrichten ignorieren den Skandal um die Ermordung des US-Botschafters in Libyen. Da gehen wir dann leider noch mal ein bisschen drauf ein, was damit auf sich hat. Dann, was noch für kleine Schweinereien da gemacht werden. Ne? Obama akzeptiert Wahlkampfspenden von Osama Bin Laden. Ja, das ist auch interessant. Und dann eben noch das Teil von Informationen, die ich mit euch kontrovers diskutieren möchte, nämlich zum ganzen Thema wandelnde Hologramme und Mikrowellenwaffenangriffe. Ja. Und das werden wir gleich in der zweiten Stunde machen. Und ihr könnt mir, wie gesagt, hier gerne die ganze Zeit auch noch gerne Infos zuschicken unter radio@wegnis.net, Fragen dazu oder Kommentare. Einige haben wir schon vorgelesen. Oder natürlich dann auch auf dem hier den Chatraum posten. Kein Thema. Ja, und dann gehen wir jetzt mal eine ganz kurze Erfrischungspause. Ja, müssen wir den Kopf frei machen für all die Dinge, die wir gleich diskutieren. Da wird es nämlich ordentlich rappeln im Gebälk. Deshalb hören wir jetzt etwas Neues, was ich hier bei mir premierenhaft reinspielen werde, nämlich von der Gruppe Deadwood, Abschied oder Autumn, wie es auch heißt. Danke auch dafür. Wir sehen uns zu Detlef vom Wake News Radio. Bis gleich, wieder hochspannend in der zweiten Stunde. Wake News Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dimps und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr für europäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. We'll be right back.
Ja, und ich sehe gleich wieder aus dieser kleinen gedanklichen, musikalischen Erholungspause. Ja. Und ich begrüße euch zu unserer heutigen Sendung am 30. Oktober 2012, der zweiten Stunde. Und in der ersten Stunde haben wir so einiges durchgegangen, was auch noch pendent war, nämlich verschiedene Aktivitäten hier, die ich auch in den letzten Tagen gemacht habe. Wen das nochmal interessiert, der kann das übrigens in der Wiederholung dann anschließend nach der Sendung nochmal sich reinziehen, ne? Nochmal anhören, gell? Und später mache ich dann auch ein Video, wenn alles klappt, ne? YouTube spinnt so ein bisschen, ne? Moment, aber okay. Damit das alle dann auch entsprechend anhören und ansehen können, ne? Ja, Leutchen, also das ist mal das eine. Und wir haben natürlich heute mit dem Thema die NWO nur heiße Luft einer Hologrammmatrix zu tun. Und ich kündigte schon vor der Pause einiges an, dass wir heute durchgehen wollen. Nämlich auch nochmal einen kleinen Rundumschlag, was hier vor allen Dingen die NWO so präsentiert. Ne? Nämlich diesen Frankenstorm Sandy. Und da habe ich natürlich auch den gleichen Verdacht gehabt, wie ihr alle, die ihr zuhört. Ne? Das ist bestimmt eine falsche Flaggenaktion. Und es ist es wahrscheinlich auch. Meine 100% kann man es nie sagen, aber die ganzen Dinge, die da geschehen sind, lassen sich relativ schnell aufzeigen, weil man ja auch die Instrumente jetzt inzwischen hier weltweit zur Verfügung hat, dass man ruckzuck checken kann, was, an welchen Schrauben wurde gedreht. Und da wurden natürlich die Harp-Aktivitäten kurz bevor der Frankenstorm Sandy die Ostküste erreichte, genauestens von vielen Leuten beobachtet. Und es gibt auch ein entsprechendes Video dazu. Und da steht, Harp stand auf 10 PLOS. Harp kann man also nachweisen, wenn das in Aktion getreten ist, weil das verbraucht ja unglaublich viel Energie und wenn es dann die diese Energie in die oberen Luftschichten gibt, dann kann man das sehr gut messen und da gibt es eine Skala zwischen 1, was so gut wie nichts ist, oder 0 wäre gar nichts, ne? Bis 10. 10 ist die höchste Zahl auf der Aktivitätsskala und es wurde dort die ganze Zeit 10 plus gemessen. Das heißt, wir wissen ja, dass die damit das Wetter beeinflussen können, manipulieren können. Es gibt darauf Patente. Das ist eigentlich ein offenes Geheimnis. Ja. Und da wird es also hier ziemlich intensiv dargestellt und erläutert, was alles passiert ist. Das heißt, man hat diesen Sturm so an die Ostküste, manipuliert und hat da einen schönen Wirbel draus gemacht. Und es hat auch sogar einige Auswirkungen gegeben, was ich jetzt gelesen habe. Irgendwie 16 Menschen sollen dabei umgekommen sein. Und natürlich viel Schaden angerichtet. Es gab auch zum Beispiel Überschwemmungen bei Long Island, ja, was man sehen konnte, und New Jersey. Das liegt ja rund um Manhattan herum. Also Long Island ist dann so ein bisschen die rausgestreckte Zunge da von Manhattan. Ja, und da sind also Coney Island, wer da schon mal war, das ist so ein Vergnügungszentrum, war unter Wasser. Okay, dann habe ich nochmal recherchiert. Wurde ja gesprochen davon in den Matrix-Medien dort, dass das der größte Sturm überhaupt gewesen sein soll. Aber in Zeiten des Internets kann man alles schnell überprüfen, ob das stimmt oder nicht. Ja? Und da gab es noch einen Sturm, der war viel schlimmer. Der war 1937 irgendwann. Mit Windgeschwindigkeiten von über 170 Meilen pro Stunde oder so. Ja. Okay, wen das interessiert, der kann das auch selber herausfinden. Aber wichtig ist hier, dass man auch einen Link findet zum harpstatus.com. Da kann man also ganz genau feststellen, übrigens auch für zukünftige Untersuchungen kann man sich den Link merken, wo man nachschauen kann, was passiert mit Harp. Ja. Also es ist relativ deutlich, dass hier manipuliert wurde. Vielleicht gab es wirklich Ausgangs- oder Eingangs, je nachdem wie man sieht, einen tropischen Sturm, wie ja häufig in der Region der Karibik entsteht, ja, wo heiße und kalte Luftschichten aufeinandertreffen. Das ist denkbar, aber man hat ihn sicherlich bis nach oben an die Ostküste hochgetrieben, um eben die Leute dort in Angst und Schrecken zu versetzen.
dort natürlich dann auch dafür gesorgt, dass FEMA und Polizei, und man konnte sehen durch ein Live-Feed sogar am Times Square in New York, in Manhattan, wo da Polizei alles abgerührt hat, obwohl nichts passiert, ne? Es sei nichts los. Und dann gibt's eben diese Aufnahme der Explosion im in einem der Kraftwerke in New York auf Manhattan, dieser kleinen Insel, wo eigentlich alles stattfindet, was die Welt erschüttert in ihren Grundfesten, ne? Die Börse, ne? Zum Beispiel Wall Street und sonstige Geschichtchen. Und da wird zu Recht gefragt, na, was da wohl gedacht war. Ne? Und ich hatte irgendwo einen Kommentar, mal sehen, muss ich noch raussuchen, ne? Was da los ist. Da steht hier, naja, mit dem Wirbelsturm mit New York war auch nur wieder eine Ablenkung von irgendeinem Kram, kannst glauben. Mit 120 Stundenkilometer ist das noch keine große Sache. Hauptsache, man hat den Finanzdistrikt zwangsevakuiert gehabt. Weiß der Geier, warum? Der hat sich dann aber in nichts aufgelöst, ne, dieser Sturm. Wie man das auch hier dann live sehen konnte. Ne? Ja, also das ist auch meine Einschätzung. Das war eine falsche Flaggenaktion. Ne? Denn man hatte ja vorher schon die Übung gemacht mit dem... Oh, zufälligerweise, ne, gleichen Namen wie der Sturm. Kennen wir das nicht? Irgendwas soll da abgelenkt werden. Man spekulierte ja auch natürlich im Internet, darauf soll eventuell der jetzt ja kurz bevorstehende Anfang November stattfindende US-Präsidentschaftswahlkampf verzögert werden, rausgezögert werden, weil ja Obama ist ja unglaublich im Stress im Moment und redete also offen auch in den Quasi-Matrix-Medien darüber, ihn eventuell vom Thron zu stürzen und ihn vielleicht sogar vor Gericht zu stellen, eben wegen dieser Angelegenheit da in Libyen. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Jedenfalls in diesem einen Video, ich erwähnte schon kurz vor der Pause, wird also, das sind private Aufnahmen, nicht, von Leuten, die das also irgendwie, ja, waren gerade am rechten Platz, wollten wahrscheinlich den Sturm aufnehmen. Ne? Und da haben sie das eben mitgekriegt, wie dort eine Explosion in einem Kraftwerk stattfand auf Manhattan, und das hatte nichts, aber auch wirklich gar nichts mit dem Sturm zu tun. Das kann man sehen, weil es, ja, die Zweige von irgendwelchen Bäumen, die bewegen sich zwar so ein bisschen, ne, aber das kann es nicht gewesen sein, sondern da hat es eine Explosion gegeben. Das heißt, irgendjemand hat da gezündelt, möglicherweise eben, um danach her zu sagen, ja, das war der Sturm und wir mussten jetzt alles abschalten und dies und jenes. Vielleicht wollte man sein Kraftwerk sanieren, ne, Versicherungssumme reinholen. Keine Ahnung, das wird jedenfalls noch eine gewisse Brisanz haben, dieses Video, davon gehe ich mal aus. Jedenfalls kann sich das jeder anschauen. Also danach, nach dieser Explosion, wurde also von einem dieser Energieanbieter dann das ganze Stromnetz abgeschaltet. Seitdem sitzen also die Leute hier wieder im Dunkeln oder haben eben keinen Strom. Das kennen wir. Ja, und dann, wie gesagt, die Matrix-Medien, die darauf antworteten, ja, hier, das war natürlich hier, das war der Sturm, der Supersturm, Sandy und so, das könnt ihr alles durchlesen, das will ich hier so, nur so am Rande erwähnen. Ich habe es einfach als Link da hineingepostet, damit man das auch mal durchlesen kann, um was es da geht. Ne? Und ganz wichtig eben ist, irgendwas sollte diese Aktion mit diesem Sturm bewirken, wie es auch eben jemand gepostet hatte bei mir als Anmerkung. Und ihr könnt übrigens mir immer noch solche Anmerkungen oder welche auch immer oder Informationen oder Fragen zusenden unter radio.net, gerne auch im Chatroom posten, dass da möglicherweise eben einiges anderes ablief oder Dinge, wovon man ablenken wollte. Denn die Massenmedien, Matrixmedien, wie ich sie nenne, berichteten ausschließlich von diesem Monstersturm. Ja, und das Thema mit der Libyen-Schweinerei war vom Tisch. Wobei das natürlich die viel größere, also natürlich sind 16 Leute gestorben, ist das natürlich nicht besonders toll und ist natürlich mitleidenswert und schlimm genug, aber wir wissen ja, dass das alles nur Ablenkungsmanöver sind von all den Grausamkeiten, die sonst noch abliefen. Und inzwischen sind ganz viele Informationen herausgekommen, was es da auf sich hatte, mit dem Tod dieses US-Botschafters, ihr erinnert euch an Libyen, da ist jetzt inzwischen herausgekommen, wie das abgelaufen ist. Ja, es wurde also auch berichtet von Augenzeugen und von Leuten, die das also mitgekriegt haben, auch im Weißen Haus, wie es abgelaufen ist.
dass der Obama sich das live angeschaut hat, wie dort dieses Zentrum, wo er sich aufhielt. Übrigens war das nicht das Botschaftsgebäude, sondern es war, das hat sich inzwischen herausgestellt, war das ein vom CIA gemietetes Anwesen gewesen, wo sich der US-Botschafter, den sie dann umgelegt haben, mit einem türkischen hochstehenden Konsulatsbeamten getroffen hatte. Und da muss es um irgendwelche Waffengeschichten gegangen sein. Denn so stellte es sich heraus, dass dieser US-Botschafter offenbar auch für den CIA tätig war und geheime Waffengeschäfte tätigte, um dort diese aufständischen Gruppierungen im Gebiet dort, ob das Libyen, Syrien oder sonst wo ist, mit Waffen der US-Amerikaner oder der US-Regierung eigentlich zu versorgen. Stinger-Raketen, die also dorthin geliefert wurden an Al-Qaida. Ja, das wissen ja alle. Ne? Al-Qaida ist eine Untergruppierung vom CIA. Und da muss es also irgendwie entweder eine Auseinandersetzung gegeben haben oder unterschiedliche Ansichten. Jedenfalls, interessanterweise fand ja diese Ermordung dieses US-Botschafters dann am 11. September 2012 statt. Ne? Also genau 11 Jahre nach dem 11. September 2001. Ne? Merkwürdig, gell? Naja, jedenfalls hat also der Obama dem munter zugeschaut und jetzt konnte das also live beobachten, ne, weil die da eine direkte Live-Kamera-Zusendung hatten, Schaltung hatten. Und hat der zugeschaut, bis der also erledigt war und dann zack, ab in seine Air Force One und dann nach Las Vegas. Ne? Okay. Also da wird noch eine ganze Menge rauskommen. Also ein paar Links habe ich schon da reingestellt, wer da also noch tiefer einsteigen möchte in diese Problematik. Jedenfalls ist das also auch irgendwo eine ganz, ganz wilde Geschichte. Und das kann vielleicht dem Obama jetzt auch seine Position kosten. Ne? Denn dafür, vor allen Dingen die ermordeten Soldaten da, die Familienmitglieder haben sich also da jetzt eingeschaltet und werden den verklagen und rauf und runter. Das geht, macht da schon überall die ganz schön die Presse, ja, was da so alles abgelaufen ist. Okay, wir wissen ja, dass das irgendwie ganz merkwürdig alles läuft. Manchmal, wir denken immer, wir hätten den vollen Überblick, aber jede Gedanken- und Gehirnwindung, die diese Irrsinnigen haben, die dominante irrsinnige Minorität, können wir natürlich auch nicht nachvollziehen. Und da hat sich jetzt hier ein Medium, nämlich WND, dran gemacht, hat einen Artikel veröffentlicht, dass Obama auch Wahlkampfspenden von Osama Bin Laden akzeptiert. Ja? Die haben nämlich Folgendes gemacht. Die haben gespendet über ein pakistanisches Konto, haben sie eine Überweisung gemacht an den Obama, ans Wahlkampfteam und haben unterschrieben mit Osama Bin Laden. Und das wurde einfach akzeptiert. Also das ist schon eine heiße Kiste, müsst ihr auch mal durchlesen. Also das ist völlig wurscht, Geld stinkt nicht. Ne? So nach dem Motto. Ne? Okay. Ja, also ihr seht, da ist mächtig was los und wir wissen nicht, wie das jetzt hier ausgeht, was da noch weiter kommt, denn inzwischen wird ja aus allen Ecken gefeuert und der alternativen neuen Medien wird das alles schon als falsche Flaggenattentat tituliert, was da hier mit Frankenstorm Sandy passiert ist. Also das wird schon für einige Aufruhr sorgen dort in den jeweiligen Etagen, sodass man davon ausgehen kann, dass die so leicht damit nicht durchkommen. Sie wachen ja auch wirklich, es wachen jeden Tag immer mehr Leutchen wieder auf, um diese ganzen Terror, Tyrannei und was weiß ich zu durchschauen. Ja? Das ist also ganz wichtig. Und hier kriegt die auch nochmal von jemandem einen Link hier hineingeschrieben hier, dass nämlich bei der US-Wahl, ja, die jetzt ansteht, natürlich damit gerechnet werden muss, dass hier Merkwürdigkeiten vor sich gehen, dass alle Wahlautomaten, ne, alles was elektronisch zu steuern ist, natürlich alles korrupt ist, ne, manipulierbar ist. Wir wissen, dass die Firmen, die diese betreiben,
und so weiter in der Regel israelische Unternehmen sind. Och, was für ein Zufall. Okay, kann man auch alles nachforschen. Ich meine, ich mache jetzt nicht jeden Link da bei mir in den Artikel rein zu jedem einzelnen Punkt, aber das kann man relativ schnell rausfinden. Einfach die Sache in die Suchmaschine eingeben. Und da hat hier zu Recht nochmal auf eine Veröffentlichung hingewiesen, dass es nämlich eine Wahlpanne gab. Nicht? Das US-Wahlergebnis wurde aus Versehen schon 3 Wochen zu früh gesendet. Ne? der Sender. Ne? Ja, der siegt mit 43 Punkten Vorsprung der Obama. Ne? Wurde schon veröffentlicht. Ne? Hat wohl einer auf den falschen Knopf gedrückt. Also, ach, das müssen wir erst, oh Mann, ziehen wir da zurück und haben sie wieder zurückgezogen. Haben gesagt, irgendwie falsche Knopf gedrückt. Ne? Aber im Prinzip steht das Ergebnis schon fest. Aber natürlich, jede Veröffentlichung diesbezüglich und alles, was da rauskommt und so, und ist unangenehm und ja, macht es den DIMMs etwas schwieriger, ihre Pläne durchzusetzen. Aber die sollte man trotzdem nicht unterschätzen. Ne? Die haben immer noch irgendwelche Geschichtchen, irgendwelche Asse im Ärmel, so meinen sie zumindest. Und über einen dieser Asse im Ärmel möchte ich auch noch sprechen, weil das ist eigentlich auch der Anlass des heutigen Titels gewesen, zur heutigen Sendung. Aber wir haben natürlich so viel Sachen, die wichtig sind, dass wir die auch bitte immer mit reinnehmen. Nämlich, ich habe da eine Serie von Videos entdeckt, von auch einer Dame aus den USA, die einen Videokanal besitzt und da viel veröffentlicht, auch an eigenen Beiträgen. Die heißt Ninania. Ja, YouTube-Kanal schreibt sich 9 Nania. Und diese Dame, die hat also eine Serie von Videos gemacht zu dem Thema Audio Spotlights, das erkläre ich gleich, und Microwave Weapons, Mikrowellenwaffen. Und Audio Spotlights würde man übersetzen mit gezielten Hörattacken. Ja? Was damit auf sich hat, will ich jetzt kurz mit euch durchgehen. Sie verweist eigentlich in ihrem Bericht auch auf eine Veröffentlichung, die durch eine inzwischen verstorbene Frau Carla Turner gemacht wurde, die eben diesen Begriff der Audio Spotlights in Umlauf brachte, weil sie darüber berichtete, dass es Menschen gibt, die vermehrt Stimmen hören, und zwar nicht nur irgendwelche fremde oder sonstige Stimmen aus dem All oder sonst was, sondern ihr durchaus oder der Person durchaus bekannte Stimmen. Entweder sich selbst oder nahe Verwandte oder Freunde. Und sich dadurch also beeinflusst fühlten, und möglicherweise dadurch auch eben Dinge machten, die sie hinterher bereuten. Und diese Ninania, diese Frau, die jetzt diese Videos, die ich alle da in meinem Blog mywakeness.wordpress.com zu dem Artikel auch hinein gepostet habe, hat gesagt, dass sie selbst einige Dinge erlebt hat, die ihr merkwürdig vorkommen, weil sie hat offenbar auch eine bewegte Vergangenheit, obwohl sie noch relativ jung zu sein scheint, weil sie schon in der Kindheit irgendwie das Gefühl hat, dass sie seit der Zeit beobachtet und ja manipuliert wird. Ja, und sie berichtet darüber, dass ihr selbst aufgefallen ist, dass ihr Stimmen zukommen, dass sie beispielsweise auch in der Nacht, ja, beim Schlaf irgendwie es vorkommt, dass sie manipuliert wird, dass irgendetwas mit ihr geschieht, dass sie Träume hat, dass ihr Erlebnisse dort vorkommen, dass sie erlebt, tatsächlich erlebt, die sie sich nicht erklären kann. Und vor allen Dingen natürlich dann in der Folge auch körperlich und seelisch geistig erschöpft ist. Und das fand ich hier ganz interessant, weil sie schildert hier, weil sie hat das recherchiert, auch eben über diese Carla Turner, die das ausführlich wohl selbst auch recherchierte, dass es die Technologie gibt, Stimmen einzufangen, diese auseinanderzunehmen und wieder neu zusammenzusetzen in Wörtern oder in einer Form,
die dann wieder einen anderen Sinn ergeben, sodass man also mit Stimmen von Menschen neue Inhalte irgendwie weitergeben kann und diese gezielt eben auch an das Ohr oder in das Gehirn, wie auch immer, des jeweiligen Menschen lenken kann. Und man hat das Gefühl, man höre Stimmen. Und jetzt ist das Verrückte, diese Stimmen sind nicht fremde Stimmen, sondern sind in der Regel dann Stimmen, die einem bekannt vorkommen. Entweder man spricht zu sich selbst, man hört seine eigene Stimme, so berichtet sie auch, oder zum Beispiel von der Mutter oder von anderen Verwandten oder Freunden, die man hat. Und das ist ihr mehrfach geschehen und diese Carla Turner, wie gesagt, berichtet auch davon, von ganz vielen Menschen, die Ähnliches erlebt haben. Das heißt also, es gibt offenbar eine Technologie, die diesen, dieser Gruppierung, die von den DIMMs kontrolliert wird, zur Verfügung steht, was ja auch verständlich ist. Denn wenn man, wir wissen alle, dass Technologie möglich ist, dass wir wahrscheinlich nur einen Bruchteil der Technologie überhaupt präsentiert bekommen, die wahrscheinlich da ist. Denn vieles, was heute als Hochtechnologie, was weiß ich, ob es iPhone ist oder sowas ist, das sind alles längst, das sind Dinge, die längst vorher da waren, meistens für Militär entwickelt. Oder für den Gebrauch im Weltraum oder sonstigen Projekten, von denen wir vielleicht noch nicht mal den blassesten Schimmer haben. Das heißt, das, was auf den Markt kommt, ist in der Regel immer ein Nachprodukt oder ein kommerzialisiertes Produkt aus irgendeiner Forschung, die eigentlich gedacht ist, um den Machterhalt sicherzustellen. Und hier ist es genau mit dieser Technologie, die kann man sich aber nur leisten. Ne? Und ich bitte schön, spreche davon wirklich aus der Praxis, und ihr könnt das nachvollziehen, weil es den meisten auch so geht, dass man eben einfach keine Kohle hat, ja? Sich irgendwelche Technologie zu leisten. Was ich mir leisten kann, ist herkömmliche Sachen und auch nur das, was gerade absolut notwendig ist. Ich habe ja vorhin in der ersten Stunde gesagt, ich hätte auch gerne ein riesengroßes, schönes Fernsehstudio mit so und so viel Leutchen, die hier arbeiten, mit toller Technik und Kameras und so. Allein so eine Kamera, wenn man das, die man also auch für Satellitenübertragung, also was das, was sie im Fernsehen benutzen, brauchen könnte, das fängt an bei 50.000 aufwärts. Ja, so viel kostet das. Ja, und das kann sich natürlich einer wie ich oder wie ihr in der Regel nicht leisten. Und deshalb kann man sich sehr schnell vorstellen, dass jemand, der sehr viel Mittel verfügt, der sie selber vielleicht sogar herausgibt, die Mittel, weil er das Monopol darauf besitzt, natürlich sich jede und alles an Technik besorgen kann, was man sich nur vorstellen kann. Unabhängig jetzt davon, ja, das Schuldgeldsystem, heiße Luft und dies und jenes, das ist nicht der Punkt. Aber es wird eben von den meisten benutzt und anerkannt. Auch wir sind leider davon immer noch abhängig. Das heißt, es gibt die Technologie, die man sich besorgen kann, um zum Beispiel aus einem Gespräch, wie ich jetzt hier mache, im Radio oder auch vielleicht direkt durch Lasermikrofone diese Stimme aufzunehmen, aufzuzeichnen und diese dann zu verwerten, umzuarbeiten, in einem neuen Kontext zusammenzusetzen, um damit irgendetwas Neues zu produzieren, eine Aussage zu machen. Wenn also irgendeiner jetzt mal den Detlef nachts hört, ja, in einer ganz anderen Konstellation als das, was ich normalerweise von mir gebe. Und deshalb bin ich ja froh, dass ich das also alles hier dokumentiere. Ja, da kann man sagen, also das habe ich nirgendwo öffentlich gesagt, so hören sollte. Dann kann es vielleicht damit zu tun haben, dass irgendwer versucht, uns zu manipulieren. Und ich gehe da ja auch den Schritt, das wisst ihr, dass ich davon ausgehe, dass es möglicherweise eben auch nicht nur Menschen sind, mit denen wir es zu tun haben. Ja. Ich habe in dem Zusammenhang übrigens einen kleinen Seitenschritt jetzt gerade mir nochmal so einen ganz uralten Film angeschaut gestern, weil ich das Thema interessant fand. Und zwar The Stepford Women or Wives, ich weiß gar nicht mehr genau. Und Stepford ist einfach nur ein Name einer Stadt in den USA. Und um das kurz zu umreißen, dort läuft alles perfekt. Die haben also so gut wie keine Kriminalität. Ja. Es gibt keine Scheidungen dort. Ja.
schon sehr bedenkenswert ist, und so weiter. Und es gibt nur gute, positive Berichte. Und da sind natürlich Leute angezogen davon und fahren dahin und kriegen auch tolle Jobangebote. Alle haben dort Arbeit, ja, kein Thema, verdienen gut, haben tolle Häuser. Und dann gibt's eben einen sogenannten Männerclub, ja, also wo die Männer Mitglieder sind. Und dieser Club hat sie eben in sich. Und alle Frauen, die dort sind, also verheiratete Frauen, Ehefrauen, die sind alle merkwürdig, ruhig, kümmern sich nur um Haushalt, Kinder, was weiß ich, Essen, dass das Essen für den Mann und so auf dem Tisch steht. Das ist aus den 70ern, ne? Der Film, oder Anfang der 70er. Und haben also alle ja immer so mehr oder weniger so Kleidung an, die so fast schon ins letzte Jahrhundert gehört. Und ich will den Film hier nicht ganz erzählen, damit nicht uninteressant ist für diejenigen, die es sich auch nochmal anhören wollen. Jedenfalls ist es merkwürdig, wie diese Menschen sich, die Frauen sich benehmen. Und es kommen da eben ein paar Sachen raus. Und last not least ist es eben so, dass diese Frauen umgedreht werden. Die werden manipuliert, werden Gehirn gewaschen, um so zu sein, wie sie sind. Um da den Bogen jetzt hier zu der Frage des Audio-Spotlights zu bekommen, ist es eben eine durchaus denkbare technische Möglichkeit, dass man Menschen manipulieren und umdrehen kann in einer Art und Weise, die uns ja futuristisch klingt. Viele, die jetzt zuhören, die sagen, oh, das kann ich mir nicht vorstellen, sowas, ne? Das nur im Film, ne? Nur bei Hollywood, ne? Aber die eben jetzt hier von Leuten eben auch berichtet werden, was einem im täglichen Geschäft oder im täglichen Leben passieren kann. Das heißt, die Möglichkeiten, die technisch zur Verfügung stehen, uns zu manipulieren, sind ja unglaublich. Wir haben über Frequenzen häufiger gesprochen und Stimme, und so hat ja auch mit Frequenzen zu tun. Also unsere Stimme zu verwenden, um sie auch gegen uns einzusetzen, ist durchaus also denkbar. Oder wenn man zum Beispiel irgendwie träumt, irgendwie ein Verwandter hätte mit einem gesprochen, ob es die Mutter, Vater, irgendwelche Verstorbenen oder wie sind oder waren, kann das eben wirklich etwas sein, was als Tonträger irgendwo bereits oder als Tondokument irgendwo gespeichert wurde, aus irgendeinem Grund dann gegen einen verwendet wird, ja, oder für einen verwendet wird. Das könnte man ja auch positiv sehen, ja. Das ist also diese Diskussion, die sie dort führt, und es ist hochspannend, ihr zuzuhören. Okay, muss das jetzt ein bisschen Englisch da, das ist klar, muss man dann irgendwie das auf Englisch mitkriegen, aber was sie da eben so erzählt, was sie für Beispiele bringt, und ich will das natürlich nicht zu sehr detailliert jetzt hier bringen, weil das würde die Sache sprengen. Jedenfalls hat sie eben, berichtet sie von eigenen Erlebnissen, die sie hat, die sie zu irgendeiner Aktion verführt haben. Zum Beispiel hat sie auch die Stimme eines verflossenen Freundes oder so vernommen, die sie dazu brachten, diese Beziehung zu beenden. Stellen wir sich das mal vor. Ja, dass so etwas möglich ist, dass man sogar mit einer solchen Stimme so manipuliert werden könnte, dass man gegen diese Person, die man vermeintlich gehört hat, dann etwas unternimmt. Das ist also ein Punkt, der mir bemerkenswert erschien, dass sie das so berichtete. Und natürlich kam sie auch darauf, weil sie auch andere Erlebnisse hatte diesbezüglich, und zwar in Bezug auf Microwave Weapons, das heißt Mikrowellenwaffen, die sie vermeintlich selbst erlebt hat, wie sie an ihr wirkten. Und da verhält es sich so, dass sie gerade nachts häufig in einer ganz bestimmten Gegend, in der sie lebte, und sie lebte oder lebte in Los Angeles, ja, hatte dort auch im Filmgeschäft zu tun, oder die meisten dort, ne, die haben versucht, da irgendwie auch einen Job zu kriegen, und hat so Statistenrollen und so gemacht im Film und irgendwelche Manuskripte mitgelesen, also alle möglichen Sachen so in dieser Richtung, halt so ein bisschen auch im künstlerischen Bereich, hatte dort auch Freundschaften und so von so Halbstars, ne, mit denen sie zusammen war oder so, ne, hatte da so solche Erlebnisse. Und eben in Los Angeles, Entschuldigung, war sie eben,
hatte sie eben eine Wohnung und da hatte sie etwas erlebt, dass sie nämlich nachts häufig schwere Kopfschmerzen hatte, Migräneanfälle hatte und dann auch, ja, ich hoffe, jetzt hören auch viele Jugendliche, Minderjährige, Leutchen mal ein Momentchen weg, ne? Ja, wollte es nur so warnend sagen, also alle die Ohren zu, die unter 18 sind, ne? Oder so. müssen die meisten, ne? Jetzt ihre Ohren zuklappen. Dass man nämlich also da, dass sie also solche Träume hatte, wo sie also ja Erregungen verspürte, dass man also ihr Bilder auch einimpfte, wo sie dann eben solche sexuellen Dinge erlebte. Mehr will ich jetzt auch nicht unbedingt dazu sagen. Kann sich ja jeder ausmalen, was das bedeutet. Sie schildert das in dem Video genau. Könnt ihr euch also genau von ihr nochmal anhören. Und das fand sie also sehr merkwürdig, weil das auch ihr Wohlbefinden natürlich störte, ja, weil sie es auch nicht wollte. Und dann hat sie so wirklich überlegt, was sie machen kann und hat sich da auch informiert darüber und dann begann sie eben zu sagen, dass das halte ich nicht mehr länger durch. Ich möchte mich dagegen schützen und hat dann gelesen, dass man sich vielleicht mit Aluminiumfolie schützen kann davor, dass irgendwie so Wellen oder irgendwelche solche Einflüsse auf einen einwirken. Hat verschiedene Versuche gemacht, hat einen Karton mit so Silberfolie oder Alufolie beklebt, hat die über sich drüber gelegt im Bett nachts, als sie schlief. Das und da hatte sie fast alles abgedeckt, bis auf die Füße. Und die Füße guckten noch raus und dann hat sie eben in einer Nacht erlebt, dass die Füße anfingen, also wie verrückt, weil das war die einzige Körperteile, die so frei waren, die nicht bedeckt waren mit Alufolie, dass die also anfingen zu kribbeln und zu brennen und was weiß ich. Ja, also das könnt ihr euch da im Einzelnen anhören. Und da hat sie also dann geschildert, dass es aber, dass sie noch weiter dran gefeilt hat an der Technik und sie hat auch ein Video dazu veröffentlicht, was man tun kann, sich schützen kann mit einfachen Mitteln und hat eben diese, ihr kennt das alle, diese Feuerwehrdecken oder diese Kältedecken, ja, die auch mit Alufolie überzogen sind, hat sie davon welche genommen, hat da ihre ganzen Matratzen und was weiß ich und alles, die Decken und so abgedeckt, dass also wirklich jedes Körperteil dann mit solch einer Aluschutzfolie abgedeckt war und dann ging's gut. Dann hat sie dort in dem in dieser Wohnung dann danach wieder einigermaßen schlafen können. Dann ist sie umgezogen, ja, weil die Leute in Amerika ziehen noch häufig um, ne? Obwohl wir auch inzwischen, ne? Aber da eben noch mehr. Und als in dieser neuen Wohnung fing das dann gleich wieder an und da musste sich dann auch wieder was Neues einfallen lassen. Also irgendwie verfolgte sie das und wie gesagt, das muss ja nicht jeden treffen und es muss auch nicht jeder davon betroffen sein. Aber wer eben solche Schlafstörungen hat oder solche Mikrowellen möglicherweise abbekommt, weil es wird vielleicht noch nicht flächendeckend gemacht, ja, würde ich sagen, sollte man mal nachforschen, ob einem das vielleicht hilft, wenn man Beschwerden hat. Ja, ich habe ja auch hier in einem Umfeld eine Menge Beschwerden von sogar einer Verwandtschaft, die klagen über gewaltige Kopfschmerzen und was weiß ich. Vielleicht ist das irgendwie so etwas, dass bestimmte Personen diese Strahlung abkriegen, ob bewusst oder unbewusst, ob gezielt oder ungezielt, sei dahingestellt. Oder vielleicht einige mehr empfindlich sind dafür als andere, dass man möglicherweise da auch ja, sich vielleicht schützen kann. Ein Versuch ist es wert, wer darunter leidet. Ja, und das ist, wie gesagt, nachzuvollziehen. Und ganz besonders interessant ist es, weil über dieses Thema auch der Beeinflussung von außen zu sprechen, was auch mit Hologramm oder Holographie zu tun hat, nämlich Holographie oder holographische Technologie. Und ja, da ist sie auch drauf eingestiegen. Nämlich hat sie ja hin und wieder da so Jobs in Hollywood und wenn da so Veranstaltungen sind, dann brauchen die da manchmal so Statisten oder Leute, die irgendwas machen. Und dann kriegt sie da auch manchmal so einen Job. Und da hatte sie jetzt vor kurzem einen, wo auch die so Filmsternchen da rauf und runter liefen, da so auf den Teppichen und da unter anderem war eben auch der Steven Spielberg dabei. Und den konnte sie also auch aus der Nähe betrachten.
Und hat sie gesagt, sowas hat sie noch nie gesehen, wie der durch die Gegend gelaufen ist. Der schien nicht real zu sein. Als er an ihr vorbeiging, dann hat sie gesehen, dass seine Augen rollten. Das heißt also wirklich, wenn die Augen rollen, da kann man normalerweise nicht normal laufen, sondern dann ist man desorientiert oder wie auch immer. Jedenfalls, aber der lief in einer Geschwindigkeit da an ihr vorbei mit diesen rollenden Augen, dass sie sagte, das kann nicht wahr sein, ich muss mich getäuscht haben. Hat auch andere befragt und so und die haben das aber alle nicht mitgekriegt. Ja, möglicherweise. Jedenfalls schien es ihr so und sie schildert auch ein paar andere Erlebnisse, die sie hatte, zum Beispiel in Kinos, in irgendwelchen Vorführungen oder in irgendwelchen Veranstaltungen, wo sie auch da war in Los Angeles. Dass also auch so Filmsternchen da auch teilweise mal daneben sitzen, ja, oder so Stars, Popstars oder wer auch immer. Das ist da üblich, dass die einem da so über den Weg laufen. Und da hat sie sich auch gewundert, Mensch, die sieht aber klasse aus, das passt alles, nicht? Tolles Make-up, ja. Frauen achten da drauf, noch mehr als die Männer vielleicht, ne? Was die Details angeht, oder? Und dann sagt sie, habe ich mir die angeschaut und gesagt, das ist toll. Und dann schaut sie weg und schaut wieder hin, da sitzt eine ganz andere Person mit einmal. Aufgedunsen, mit einmal statt irgendwelche hellbraunen kurzen Haare, lange schwarze Haare, aber selbe Gesichtszüge und nicht passendes Make-up. Und da kommt sie eben auf diese Spekulation oder diese Einsicht, dass es sich vielleicht hier faktisch um gewisse holographisch erzeugte Wesen handeln könnte, die eine Technologie verwenden. Wir wissen ja, die Technologie gibt es, ne, das gibt es ja jetzt auch schon, dass man so auf Veranstaltungen irgendwelche uralten, verstorbenen Stars mit reinbringen kann, die dann quasi auf der Bühne mit der Liveband dann auch ins Mikrofon trällern und so weiter. Das gibt's alles, oder? Und dass das vielleicht einfach noch professioneller im täglichen Leben passiert. Dass wir Dinge oder auch Personen, Menschen vermeintlich erleben, die gar nicht die wirklichen Menschen sind, sondern Hologramme von irgendwelchen Menschen, die uns dort irgendwas vorspielen sollen. Und sie hatte da ein Erlebnis und dann kannte sie irgendwie, ich sage das nur als Beispiel, damit sie mit ihr wisst, was ich meine, sie hatte irgendeinen Freund, der war da auch im Showbusiness tätig und der sagte, ja, er macht da so hin und wieder mit so einer Tanzgruppe, macht er da so Übungen oder so Training und da ging sie damit hin und guckte sich diese Veranstaltung an und tatsächlich, der war da und es war so ein weißer, ja, mit rot deutlichen Haaren und was weiß ich und sagte, oh, der ist aber ungelenk, ne? Er war der einzige Mann da in dieser Gruppe und dann waren die Frauen, die tanzten da und dann sagte schon gedacht, oh, also das Talent zum Tanzen hat er doch nicht so und dann mit einmal war er weg, ja, hat also nur ein Stück mitgetanzt und mit einmal kam eben so ein Latino-Tänzer, der klasse tanzen konnte und so weiter und so weiter und so weiter und er war nicht mehr in der Show. Und da hat sie hinterher mit diesen Frauen da von dieser Tanzgruppe gesprochen und gesagt, Mensch, ist doch klasse, da habt ihr den, ich weiß nicht, wie der hieß, Greg oder was auch immer, wie lange macht ihr das schon mit dem und so, also so ein paar Sachen gefragt und die guckten sie nur an und sagten, wie bitte, kennen wir nicht, ne? Meinst du unseren Latino-Tänzer? Also die hatten den Greg oder diesen Weißen eben mit den rötlichen Haaren ja überhaupt gar nicht in der Gruppe drin gehabt, die kannten den gar nicht. Und daraus schließt sie, dass sie möglicherweise eben mit einem Hologramm zu tun hatte, dass irgendeine Technik dafür sorgte, dass ihr entweder etwas vorgespielt wurde oder sie etwas erlebt hat, wie auch immer man das sagen kann, sie weiß die Antwort auch nicht, aber sie stellt die Frage, gibt es eventuell wirklich Manipulation? Wir haben das schon häufiger gesehen, es gibt auch ganze YouTube-Kanäle, die sich mit diesen Themen beschäftigen, dass es sogenannte Doppelgänger gibt. Ja, dass also zum Beispiel die ein und dieselbe Figur verschiedene Rollen spielt. Oder wir denken an den Osama Bin Laden, der häufiger wieder auftauchte, natürlich immer ein bisschen anders aussah, obwohl er schon, glaube 2001, bevor
überhaupt der 11. September stattgefunden hat, ja eigentlich offiziell schon an Nieren oder sonstigen Versagen gestorben sein soll, also gar nicht verantwortlich sein soll für den 11. September, dass es vielleicht einfach ein Hologramm ist oder ein, andere nennen es Doppelgänger, ja, die dort aktiv werden. Man kann sich auch fragen, manchmal bei den Figuren, die wir so erleben, nicht? Auch ob das hier eine Merkel ist oder wer auch immer, die irgendeinen Auftritt haben, ob das, was die da sagen, wirklich das ist, was sie denken. Ja? Weil es ja häufig überhaupt gar nicht menschlich klingt. Ja, oder nicht menschlich rüberkommt, was von dort kommt. Und wenn die Technologie so toll ist, dass man wirklich die Illusion hat, dass es dort sich wirklich um einen Menschen handelt, der einem entgegentritt, kann man die Frage schon stellen, nicht? Ob das denkbar ist. Ja, und diese holographische Technologie ist also bekannt, genauso wie das Audio Spotlighting, dann auch das Microwave Weapons, das heißt die Manipulation von außen. Die Frage ist natürlich, ja, wie man eigentlich das sich erklären kann, nicht? Dass Menschen so etwas mit anderen Menschen tun, sie zum Beispiel so mit Mikrowellen zu bestrahlen, um irgendetwas in sie einzupflanzen, sie entweder zu schädigen oder ihnen Träume zu vermitteln oder irgendein Wohlbefinden oder Nichtwohlbefinden zu verschaffen, gleichzeitig mit Stimmen zu operieren, Leute da an der Nase herumzuführen oder durch Hologramme, also durch Erscheinungen, Menschen in die Irre zu führen oder sie für ihre Zwecke zu verwenden, um uns irgendwie in eine falsche Fährte zu locken. Und deswegen wählte ich das Thema für heute so, die NWO, ist das eigentlich, ja, nur heiße Luft in einer Hologrammmatrix? Befinden wir uns in einer Matrix, die uns hologrammmäßig irgendetwas vorspielt? Ist es so, dass die Instrumente der NWO, der neuen Weltordnung, eben dieser Idee dieser DIMMs oder derjenigen, die die DIMMs steuern, dass es uns alles nur vorgespielt wird? Denken wir mal daran, nehmen wir diesen Sprung, das Geldsystem, Schuldgeldsystem, existiert nur aus heißer Luft, existiert nur, weil wir daran glauben und weil wir das verwenden. Nehmen wir das Fernsehen, das Matrix-Fernsehen, das berieselt uns Tag ein, Tag aus, 24 Stunden am Tag mit irgendeinem Propagandamist, häufig mit den Lügen, mit irgendwelchen Frequenzen, die uns beeinflussen, auch das wissen wir. Sind die Figuren, die wir als Politiker oder als gesellschaftformende Persönlichkeiten bezeichnen, gar nicht real? Sind das alles nur vorgespielte Hologramme von Wesen, denen man was in den Mund legt? Und jetzt kommt die Verbindung eben mit diesem Audio Spotlighting, mit dem Audio Law Technology, die also die Möglichkeit hat, Stimmen direkt zum Empfänger zu senden. Mit aufgenommenen Stimmen könnte es sein, dass man die Stimmen von einer, ich sag's mal, Angela Merkel oder von einem Obama oder sonst wem manipuliert hat, dass man die diesem Hologramm einhaucht, wenn es denn da vor einem steht. Könnte das sein? Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen futuristisch, ein bisschen aus der Luft geholt, aus der heißen Luft vielleicht. Ne? Aber wenn man so ein bisschen einsteigt in dieses Thema und noch mehr reingeht und reingräbt und noch mehr Informationen dort sammelt, scheint einem fast nichts mehr unmöglich. Und ich dachte, dass ich auf dieses Thema zumindest mal so ansatzweise zu sprechen kommen wollte, weil wir uns ja alle doch bitte wundern, was da manchmal abgeht, wie sich diese Menschen oder diese Personen überhaupt so verhalten können, wie sie es tun, oder? Also wenn man sich vorstellt, dass man ganz viele Dinge hochtechnologisch manipulieren kann, und ich denke, wir wissen eben noch längst nicht alles, wozu die in der Lage sind. Ich frage mich auch manchmal, was das mit den Träumen nachts wirklich auf sich hat. Und ich verweise auch nochmal auf diesen Matrix-Film, der das ja ziemlich deutlich zum Ausdruck bringt,
dass also irgendwie andere Wesen von diesen Menschen, die sich in dieser Matrix bewegen, leben, ernähren. Dass wir vielleicht auch nachts, wenn wir träumen, wo wir nicht wissen, was läuft, und die wenigsten wissen es, was läuft in der Nacht, dass das irgendetwas ist, was unsere Energie abzapft oder was uns manipuliert. Ob im Positiven oder im Negativen, die Frage sich zu stellen, ist auf jeden Fall gerechtfertigt, und ich wollte das einfach nur einmal so in den Raum stellen, dass man das vielleicht auch nochmal diskutieren kann. Ja, aber ich will gerne auch nochmal auf den ein oder anderen Kommentar hier von euch eingehen, weil ich denke, alles andere kann man bei den Links bei diesen Videos sich anschauen und wen es interessiert, da etwas vertiefen, und man kann das auch wieder gerne mal diskutieren, wenn wir soweit sind. Ja. Hier kommt was, hallo Detlef, zu deiner letzten tollen Sendung, es wird heiß, bezüglich Offenbarungstext eines Users, Schale ausgießen, vierter Engel. Ich spekuliere, die Schale ist etwas, von der 3D erkannt werden kann. Also ist es eine für uns sichtbare Hülle oder Schale? Hast du nicht in den letzten drei Sendungen ein Bild von dem Objekt, Hülle ist sichtbar, das einen gebündelten Strahl in die Sonne schoss? Das mit der Kälte hat sich ja auch bei uns bewahrheitet. Von Samstag bis Montag war es hier armkalt. Ja, mein Hinweis. Auch kann man jetzt feststellen, dass die Plastikkisten, wie von dir angesprochen, nicht umsonst bestellt wurden. Wettermanipulation, Stichwort Sandy. Beste Grüße an dich und zu allen anderen. Ja, danke. Hier kommt noch was PS. Solange nicht alle alles wissen, kann es ein Einzelner schon gar nicht. Als Ergänzung zu deiner gemachten Aussage in der letzten Sendung, 27.11., ist das nicht etwa 7 plus 2 gleich 9? 11 sieht aus wie eine 9-11 an die Dims and Crabs. Wer glaubt, etwas zu sein, hört auf, etwas zu werden. Ja, danke für diesen Hinweis. Ja, also wie gesagt, könnt noch hier was reinschicken. Ich habe hier noch was. Hallo, Detlef, schon mal was von Genderismus gehört? Schon im Kindergarten werden hier Kinder ermutigt, sexuelle Experimente zu verüben und umfassend über mögliche sexuelle Möglichkeiten aufgeklärt. Aus allen Richtungen wird Homosexualität propagiert, mit dem Ziel, natürliche Familienstrukturen zu zerstören und Geburtenraten zu senken. Zudem sollen natürliche Begriffe wie Vater und Mutter aus den behördlichen Dokumenten verschwinden, wie schon in einigen europäischen Staaten ausgeübt. Was ja auch sehr zu der These passt, dass 90% der Erdbevölkerung nebenbei durch Vergiftung aller Art und gesellschaftlichen Repressalien vernichtet werden sollen. Wer das noch nicht weiß, träumt noch und sollte schleunigst erwachen, bevor es wirklich zu spät ist. Mach weiter so. Jawohl. Ach ja. Bis zum letzten Tropfen. Ne? Nicht Alkohol. Blutstropfen. Ne? Solange wir das noch haben. Okay, also, das sind interessante Punkte. Herzlichen Dank dafür. Es ist ja ganz wichtig. Ich kann ja nicht euch sagen, wie es ist, sondern ich kann nur versuchen, auf Dinge hinzuweisen, die mir auffallen, zur Wahrheitssuche auffordern und gewisse Dinge verbreiten mit euch zusammen, damit wir viele, viele andere Menschen ansprechen können, aus irgendeinem dieses Potpourri kann man sich etwas herausnehmen und es mit anderen diskutieren, um vielleicht dann irgendetwas loszutreten, sozusagen. Ja, also das ist so ein bisschen meine Absicht hier mit der Sendung. Und das ist natürlich auch mein Wunsch und meine Bitte an euch, mir da zu helfen, dass wir das schaffen, andere Menschen mit aufzuwecken, weil das ganz wichtig ist. Ja, ja, und ich habe also hier noch einen Haufen von Sachen, die könnte ich jetzt noch 3 Stunden weitermachen. Aber letztendlich geht es mir ja darum, mal so einen kleinen Finger in die Wunde zu legen, um klar zu machen, was alles so abläuft und so weiter. Ne? Und
ja, und dann kommen also alle Dinge, die wir auch schon in vergangenen Zeiten diskutiert haben, immer wieder raus. Ne? Hier zum Beispiel, wisst ihr noch, diesen Präsidenten da von Polen, den haben sie doch da, der ist doch abgestürzt mit seiner Maschine. Da gab es jetzt einen Hinweis, war es doch ein Anschlag. Ne? Angeblich wurde Sprengstoff an abgestürzten Kaczynski-Jet entdeckt. Ne? Okay, wissen wir eh. Ne? In der Politik passiert nichts. Zufällig, oder? Gell? Also das ist wirklich unglaublich. Ja. Und hier Ex-ZDF-Chefredakteur. Ne? Das ist einer von den Matrix-Medien. Ne? Der müsste es eigentlich ja wissen. Weiß es wahrscheinlich auch. Der schreibt hier, Merkel soll Aufseher aus Sendern zurückziehen. Ich hatte überall ihre Aufpasser drin, wie das üblich war bei der Stasi, dass man alles unterwandert hat. Ne? Ist doch klar, kennen wir. Ja. Also und so weiter. Also ich könnte stundenlang dann auch weiter solche Dinge hier diskutieren mit euch, aber ich denke, das werden wir nicht schaffen. Heute auf jeden Fall nicht. Und wir werden also da am Ball bleiben und nächsten Monat bin ich dann natürlich wieder da. Gleich schon die Woche, ne? Ist nämlich schon der nächste Monat. Am Donnerstag, ne? Wisst ihr, habe ich immer meine Sendung auch von 16 bis 18 Uhr live. Den da wird er immer noch wiederholt. Ne? Das ist ganz wichtig für alle, die jetzt vielleicht das erste Mal das hören. Ich wiederhole gleich die Sendung. Ne? Ja, also ich weiß nicht, was ihr davon denkt, was ich da zum Letzten jetzt hier erwähnt habe mit den mit der Audio-Laser-Technologie, die also direkt Stimmen, zum Beispiel an Hologramme senden kann, sodass das quasi aus dem Mund gesprochen scheint. Dann natürlich auch die Holographie-Technologie überhaupt insgesamt, die wahrscheinlich wesentlich ausgefeilter ist als das, was uns so auf der normalen Bühne präsentiert wird. Auch da ist es natürlich schon relativ cool, was man da sehen kann, machen kann. Und natürlich mit den Mikrowellenwaffen, auch das ist kein absolut neues Thema, aber ich wollte es in diesem Zusammenhang nochmal schildern, dass wir uns auch nochmal darüber klar werden, dass wir unter ständigem Einfluss von irgendetwas stehen. Und heute gab es auch wieder einen schweren Chemtrail-Angriff hier auf die Basler Region. Nur Streifen, Kreuze und alles. Es ist unglaublich, was da abgeht. Und in kürzester Zeit war alles vernebelt, sozusagen. Und natürlich die Audio-Spotlights nochmal, die also ja auch dafür sorgen, dass wir direkt Stimmen hören, die uns in uns eindringen, wo wir nicht wissen, woher sie kommen. Manche sagen ja, sie hätten Stimmen gehört. Da wird ja auch schon vermutet, dass so Menschen auch beispielsweise angestiftet werden, Terroraktionen oder Attentate oder was auch immer zu verüben. Ja, früher nannte man das, die sind vom Teufel besessen. Ne? Auch die Leutchen haben dann teilweise erzählt, sie hätten Stimmen gehört. Also es gibt Technologie. Und wenn wir ein bisschen das zulassen in unserem Denken, dass es möglicherweise auch noch andere Wesen gibt, die wir nicht so sehen können, die sich vielleicht in anderen Dimensionen aufhalten können, die auch Einfluss auf uns haben, auch vielleicht die DIMS beherrschen, die dominante irrsinnige Minorität, die also über eine solche Technologie verfügen, dann, ja, wundert uns sicher nichts mehr. Ne? Also das ist eine Sache, die ich auch mal zu bedenken gebe. Denn viele sind in dieser Situation, dass sie sich belästigt fühlen, dass sie Schmerzen erleiden, dass sie Dinge erleben, die ihnen nicht klar sind. Weshalb und wieso? Ja, hier kommt noch was rein. Irgendwann mal in der nächsten Zeit habe ich gehört, schreibt hier jemand und gelesen, es gibt es ein Blue Beam-Projekt. Fallt nicht darauf rein, es ist nur eine globale Täuschung, lasst euch nicht verwirren, es soll euch verblenden, glaubt nicht, was ihr am Himmel sehen werdet. Gruß Wulli Pulli. Wulle Pulle, ne? Da gibt's noch mal irgendwie so einen Song, fand ich auch gut. So, danke. Hier, da kommt noch was, ja, das bestätigt das, was ich gerade sagte, aber ich wusste es doch, dass da was nicht gestimmt hat, starb Lech Kaczynski durch einen Anschlag. Da wurde auch eine Veröffentlichung dazu hier gemacht. Genau, da kann also jeder nochmal nachforschen, was es damit auf sich hat. Ich fand es klasse, dass ihr hier bei mir wart und ich spiele gleich die Wiederholung ein. Ich spiele jetzt noch ein Liedchen hier von Radiant Roland, Soul Asai zum Schluss und danach ein bisschen Musik zwischendrin, nämlich mit Neil Fox, F
Pünktchen, Pünktchen, K, The Fat. Das ist ein netter Song. Kennt ihr ja. Und dann spiele ich die Wiederholung ein. Klasse, super. Bis nächsten Monat. Ihr seid Edle vom Wake News Radio. Bis dann. Wake News Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dimps und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr europäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net.